nichts für ungut, aber euer Podcast über Spiele, Filme und das alltägliche Leben. Immer live auf Twitch und als Video on Demand auf unserem YouTube-Kanal. So, willkommen zu einer weiteren Folge, nichts für ungut, aber der Podcast mit Taino, Fabian, Chris und mit dem Angelo. Ja, wie man sieht, hat Taino wieder ordentlich eingekauft. Ne? Ein Weihnachtsmänner zum Weihnachtsmänner. Ja, zeig mal, ich wüsste, genau. Der kann man nicht gehen. Ja, kann ich gerne zeigen. Ich sag's jedes Mal, aber es ist... Schön, die Wurst in der Kamera. Schön auf Werbung machen. Glaub's ja wohl. Und den Käse. Ja, ich hab's aufgegeben zu sagen, nichts mehr zu fressen. Ey, hast du mehr von dem Zeug? Ja, die Heizung auf 3, dann kriegst du noch einen. Ja, sagen wir 2,5. 2,5. Leckere Messer. Ich hab alles hier. Nein, passt. Und ja. Sagen, ich finde es schön, dass wir alle pünktlich hier waren. Und genau, waren alle pünktlich da. Genau. Außer Heino natürlich. Ja, ich war arbeiten. Da kamst du erst ein bisschen zu spät. Ich war arbeiten. Bis, wann habe ich die Nachricht geschickt? Kurz du hast vier. Um 16:07 Uhr geschrieben, bin auf Weg nach Hause. Genau, ich brauche ungefähr 20 Minuten um die Uhrzeit. Ja, was haben wir jetzt? Denn oh, 20:04 Uhr. Ja, ich fahre ja nicht nach Hause. Ich fahre ja nicht nach Hause und drehe wieder um, fahre direkt wieder los. Ich muss ja noch einkaufen. Vorher noch die Nevi abgeholt. Und hierhin, von mein Zuhause bis hierhin, brauche ich 35 Minuten. Oh, das wer schuld? Ja. Die da oben. Die da oben, die da oben sind ja, schuld. Aber das ist im öffentlichen Dienst. Die Verbrecher. Freitag um 1 macht jeder seins. Achso, genau. Kommt und stellt ja, ich sollte das... Chef, nächste Woche, nee, ab nächste Woche läuft das anders. Eine Behörde, ob faul, ob fleißig, Freitag 12.30 Uhr. Ne? Das ist herrlich. Das ist schön, ne? Das ist herrlich, hätte ich auch gerne. Wie war es nochmal? Ob faul, ob fleißig, Freitag 12.30 Uhr. Der muss einen Antrag stellen dafür. Den muss ich mir merken. Ja, wir haben uns jetzt wieder getroffen nach, ich glaube, fast 2 Monaten sogar. Aber ich kenne noch einen. Mach die Schaufel nicht zu voll, wenn die Arbeit reichen soll. Wer so sagt, ist noch lange nicht fertig. Mein Reden. Ja, aber ich weiß, deswegen bin ich es ja gerade. Was wolltest du sagen? Habe ich vergessen. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? 2 Monate, so lange her? Ja, ja. Anfang, doch Anfang September. Echt? Ja. Anfang September. Da war es noch warm. Ja, ja war da saß ich hier noch in kurzer Buchse. Ja, da hatten wir noch keine Socken. Sieht man eigentlich den Abend auf der Kamera? Nein, aber nicht, weil ich Mischbuster oder Großbuster hier. Ja. Ich habe extra die Heizung nicht angemacht. Ich hab mich hier in Unkosten für euch geschmissen. Ja? Olaf, am Anfang warm, jetzt ist es kalt. Ich dachte, das ist Pflaumentee oder so. Ist das Eis hier? Probier nochmal. Die, die uns öfter schon gucken, wissen, dass es dann angeblich immer kalt bei mir ist im Winter. Angeblich? Weil ich habe die dicksten Socken an dich gefunden im Schrank. Junge, ich habe die Heizung an. Wie erwähnt, ja, vorhin, ich gucke mir die Heizung an und was ich da sehe? Euros, Staub. Die durch die Heizung fliegen. Staub mir den immer vor, die sauber. Hier ist sauber. Ich kann zum Boden, kannst du hier operieren. Wenn man. Du heizst mit Euros? Ich heiz mit Euros. Genau, weißt du, da habe ich einen Kohlen und Ofen, da komme ich jetzt Euros rein. Du heizst mit Euros. Nächste Nachzahlung, reiner mit. Im Keller ist eine Oma, die muss da keine Nachzahlung leisten, die schippt die Euros in die Heizung rein. Erinnert mich gerade an die Szene bei Titanic unten in dem Heizkessel. Also, genau, das ist auch mal unten. Weiter, also Trommel. Zack, zack, weiter. Wie oft musst du da nachschütten? Ich ja gar nicht, das ist Personal. Personal. Nach Tarifvertrag beschäftigt, ne? Aber natürlich. Können wir auf das Thema bleiben hier mit Wohnungen quasi und Wohngesellschaften. Da habe ich jetzt in den letzten 3 Jahren lustige Sachen erlebt. Du wahrscheinlich weniger, du wahrscheinlich auch nicht. Ich bin Privatvermieter. Ich wohne in einem Haus, also. Oh, ich wohne in einem Haus. Oh, ich hab ein Zelt. Nomade. Ich habe noch nie bei einer Wohnungsgesellschaft eine Wohnung gemietet. Nur Gutes gehört. Was? Wir haben jetzt gerade immer nur privat. Ehrlich? Ja. Das gehört aber auch Glück gehabt. Gibt aber auch gute Wohngesellschaften. Nee, doch, einmal. Das war scheiße. Wie von Angelo zum Beispiel. Das war scheiße. Ja, da hatten wir Schimmel, dann sind die nicht gekommen. Ja, weil die einfach scheiße sind. Mal Termine gemacht, da ist nie einer erschienen, da hat auch keiner geguckt und hinterm Wohnzimmerschrank alles verschimmelt. Dann sind wir ausgezogen. Aber das war nicht lange. Wir haben gar keine. Nee. Aber die haben sich ja über die. Da habe ich über 3 Monate keine Miete bezahlt und die haben sich nie gemeldet. Ja, dann ist denen ja egal. Das war schon lange her. Ich will ja Schmidt, ey. Ja, ich denke mal, das lag daran, weil das genau in der Zeit dann irgendwie verkauft worden ist, die ganzen Häuser und dann ist vielleicht untergegangen. Ja, das kann sein, das ist dir dann auch egal. Also, wie gesagt, ich habe hier seit 3 Jahren ja schon quasi Rechtsprobleme mit denen. Also, ich war beim Anwalt, weil es kam, ich habe jetzt 8 Jahre, über 8 Jahre, habe die ersten 5 Jahre immer Geld wieder gekriegt, so 200, 300, ne? Wegen Nebenkosten und Gedönse. Und dann vor 3 Jahren fing es an. Mach einen Zettel auf, ich so, oh, gib mir Geld wieder. Ich guck 380 nachzahlen. Was? Warum? Da sind aber die Preise nach oben gestiegen. Für den billigen Hausi, den beschmierten Idioten, der immer ein bisschen am Picken ist. Man muss anmerken, Angelo hat nie geheizt und muss jetzt 1000 Euro Heizung nachzahlen. Ja, auf das komme ich noch. Nicht nur 1000, sondern doch. Ich habe angeblich, letztes Jahr im Jahr 2022, doch,
1160 Euro an Heizung verballert. Ja. Nie im Leben. Nie. Ja. Ich habe davor das Jahr, ja, war ich bei 320. Die wissen, wie solidarisch du eingestellt bist. Und ja, gerade ich bin sehr solidarisch eingestellt. Ja, deswegen. Ja. Ich heiz für alle gerne mit. Du leistest deinen Teil zur Integration in der Gesellschaft. Ja, die können alle auf 5 machen und ich bezahle für die. Genau. Hast du einen Arsch offen oder was? Sei doch mal nicht so. Doch, bin ich. Geld. Das ist eine Frechheit. Das ist also nicht nur, dass diese Nebenkosten immer mehr werden für diese beschissenen Gärtner, die, glaube ich, alle paar Monate mal kommen, den Rasen hier mähen. Gut, das ist ziemlich viel Rasen. Ja, aber trotzdem. Der Hausmeister, den siehst du so gut wie nie. Und wenn ist er an Quatsch mit den Assis, dann ist er tot, der König der Assis. Ist viel Rasen. Hört sich an, als wenn er da mit der Sense da. Mit der Nagelschere. Ja, mit der Nagelschere. So viel Rasen. Das ist Englisch. Ich wollte mich mein Rasen. Ich hin und her rennen mit dem da Rasen. Da kacken da die Hunde drauf. Ich benutze den überhaupt nicht. Der macht so Skulpturen, so Rasenskulpturen macht er. Aber du könntest. Ich weiß nicht, hier steht irgendwo geschrieben. Der Geile ist ja, weißt du, ich zahle sogar mehr für die Gärtner als meine Oma. Nur weil ich ein Zimmer mehr habe in der Bude. Ja, die legen das anteilmäßig um, ne? Ja, aber ich meine, der Rasen ist ja derselbe. Ich würde die auch mehr nehmen. Nee, jetzt gehe ich nach vorne. So, ich zahle mehr an Gärtner, das also das ist mein Rasen. Dass ich den Mietpreis für den Gartenanteil an deiner Wohnungsgröße bemisse. Das ist beknackt, ist das. Das heißt, wenn du dann unten hingehst und ihr habt Streitigkeiten mit dem Platz, dann werden die Quadratmeter abgesteckt, wer wie viel Rasen benutzen darf, oder was? Ich bin direkt vorne, ja, ich habe meine Fahne schon fertig gemacht, weißt du? Ich zahle ja mehr für die Gärtner. Neuschwabenland. Mein Gesicht drauf. Hast du ja auch schon so ein Wachhobbit geholt? Ja. Und dann da kontrolliert? Aus dem Kindergarten, meinem Neffen, habe ich schon Bahnhof gegeben. Sam weiß Gamschi, genau. Wir haben nichts mehr für den Rückweg. Ja, auf jeden Fall muss ich jetzt, war gewesen, dieses Jahr, für letztes Jahr muss ich Nebenkosten nachzahlen, 188 Euro. Könnt ihr am Arsch lecken. Und Heizung ist ja, wie erwähnt, 1160. Das ist der Oberburner für mich. Der Heizung dürften sie auch eigentlich nicht umlegen. Nee, die haben nämlich, genau, das ist ein Problem. Die haben die Heizkosten durch diese drei Häuser, die in einer Reihe stehen, einfach durch alle geteilt. Die Gesamtkosten durch alle Mieter geteilt. Und das darfst du nicht. Geht gar nicht, ne? Also Betriebskosten können sie umlegen, sowas wie Hausmeister. Ja, richtig. Und da haben sie auch noch beschissen. Die haben den Hausmeister doppelt abgerechnet, die bescheuerten Gärtner. Der macht nichts, du siehst ihn ja nie. Aber sollte denn noch was anderes eigentlich machen? Das weiß ja keiner. Mein damaliger Anwalt, den ich hatte, der dumme Arschloch, der hat ja auch nichts gemacht. Der hat ja hingeschrieben. Alles klar. Genau. Das war wahrscheinlich der Kerl. Also meine und der Hausmeister. Und der Hausmeister. Und der Hausi. Nee, der hat geschrieben, er hätte gerne die Verträge von den Hausmeistern, von den Gärtnern, um zu sehen, was die alles machen. Naja, richtig so. Sonst vorher zahlen wir halt nicht. Ja. Da kam nicht das von der Wohngesellschaft. Also ich habe da Briefe hingeschrieben. Die haben nie geantwortet. Nie. Keine Antwort. Meine Vermutung ist, dass der Hausmeister mit der Wohngesellschaft gemeinsame Sache macht. Der wird den Leistungen in Rechnung stellen. Natürlich. Und die werden das umlegen und dann machen sie Hälfte. Machen sie auch. Die haben ja auch Sperrmüll, haben sie aufgeschrieben zweimal. Einmal für 1 Euro, einmal für 36 Euro. Und Sperrmüll hast du hier in Gelsenkirchen frei. Da haben sie wahrscheinlich irgendwo einen Dachboden leer gemacht und wolltest auf die Mieter. Weißt du, dann dürfen sie auch nicht. Ja, einmal im Jahr hast du frei, ne? Sperrmüll. Ja, ich glaube ein oder zweimal. Weil die müssen ja beweisen, dass das dein Scheißzeug ist. Ja, da kann man nichts. Aber was ist das für eine Umlage? Verstehe ich nicht jetzt. Wie Umlage? Sperrmüll, 1 Euro. Ja, verstehe ich ja auch nicht. Einmal Sperrmüll für 36 Euro und einmal Sperrmüll für 1 Euro. Weiß nicht, ob sie noch eine Schraube gefunden haben hinter diese Wicklung. Keine Ahnung. Hast du so Reinigungskosten dann für die Straße? Ich weiß es nicht, da steht ja nicht drin, da steht nur die Kosten. Was weißt du denn überhaupt? Ja, so, früher war das so ein Packen an Zettel neben Kostenabrechnung. Dann hätte ja sein können, heute sind es 3. Hätte ja sein können, dass der Anwalt irgendwas gesagt hat, was das für eine. Nee, deswegen wollte er ja gerne wissen. Nee, das war vorletztes Jahr mit dem. Deswegen will er die Verträge haben. Nee, also jetzt haben keine Verträge. 36 Euro Sperrmüll, ich überlege gerade, was das sein könnte. Ja, keine Ahnung. Ja, wenn das auf alle umgelegt wird, dass dann gesagt wird, da war eine Sperrmüllabhüllung. Und ja, wie ich gerade sagte, da war wahrscheinlich irgendwo ein Keller mal drin oder auf dem Dachboden von irgendeinem Vormieter haben sie weggeräumt, die Scheiße. Ja. Einer ausgezogen oder gestorben, keine Verwandten gehabt, mussten sie räumen. Ach so, und das zahlst du dann? Ach, das ist ja, auch ja, nicht nur ich alleine, sondern alle. Ja, also. Klar. Ja, wer weiß, aber dürfen sie ja nicht, denn wir sind ja in der Beweispflicht, dir zu beweisen, es ist dein Zeug. Ansonsten müssen sie auf die Idee. Ja, weil das Wichser sind, Heino. Das sind einfach Wichser. Die sind deutschlandweit aktiv, das sind einfach Wichser. Ja, die bereichern. 1,7 Sterne Bewertung. Ja. Die da oben. Die da oben. 1,7. Ich glaube, 1,4 sogar. Oder 1,4. Auf jeden Fall fast das Niedrigste, was man haben kann bei Google. Und die haben viele Bewertungen. Da die ersten 5 Jahre keine Probleme. Ich habe da angerufen, wenn jemand war, der kam direkt ein. Hat fällt wie damals hier mit dem Wespennest hier unterm Dach da vorne. Kannst du Werbung für deine Wohngesellschaft machen? Wie heißen die? Ich weiß nicht, darf man die nennen? Ist das justiziabel irgendwie? Die fangen mit Z an. Das ist einfach Wichser. Guck nach mit Z. Wenn du jetzt in einem Satz sagst, die und die sind Wichser, das darfst du nicht. Sagen, also ich darf jetzt sagen, da, die Wohngesellschaft. Ich bin nicht zufrieden. Und dann warte ich 5 Minuten. Wichser? So, ja, genau. Okay. Dann warten wir jetzt mal 5 Minuten. Das können die auch zusammenschneiden dann, ne? Also wir sind ja nicht doof. Wer kann es zusammenschneiden? Die da oben. Ja, da blende ich vorher irgendwann ein. Die da oben. Sind auch Sponsor von der Grünen zufällig? Nee, ich glaube weniger. Wie Lufthansa? Wie gesagt, 5 Jahre kein Problem. Und dann auf einmal, zack, nur Problem. Nur wirklich nur hier Geld. Dann habe ich da Briefing geschickt. 2 Stück hier mit Einschreiben, mit Rückschreiben. Habe ich, glaube ich, damals
6 Euro kostet oder sowas. Da gab es nie eine Antwort. Da waren 6 Euro für den Arsch. Weil ja, du musst ja alles schriftlich machen. Wo haben die denn ihren Sitz? Ach, die haben ihren Sitz in Berlin, in Dortmund, in mehreren Städten. Deutschlandweit sind. Ja, deutschlandweit. Ah, okay. Die machen überall Scheiße. Jetzt interessiert mich, wie heißen die? Hab ich vergessen. Moment, ich mute mal kurz. Nee, jetzt sag ich jetzt nicht, ich verbreche ja doch. Wobei, mir jetzt sagt es ja egal, ne? Ich hab's ja nicht erwähnt. Eben. Ja. Dann sag ich gleich mal. Dann hab ich den Faden verloren. Genau, hab immer ein Geld bekommen, immer nie Probleme gehabt und dann vor 3 Jahren ging es los mit dem 188 Euro, wo der Mieter erhöht. Dann nach dem Jahr musste es wieder irgendwie 250 Euro. Ich sag, was ist denn jetzt hier los? Hab ich natürlich nie bezahlt. Dann bin ich dann zum Amt gegangen, er hat so angeguckt, fing an zu lachen, sagte, was ist das hier für eine Rechnung? Warum steht denn nicht drauf, was die eigentlich von ihm genau wollen? Ja, machen wir mal einen Zettel, wie gesagt, er will die Verträge sehen, vorher wird nicht gezahlt. War ja auch so. Und dann, nur nach 2 Monaten, wieder eine Mahnung bekommen. Ich sag, ja, ich einen Anwalt da Bescheid gegeben per E-Mail. Mhm. Dann kriege ich eine E-Mail vom ganz anderen Anwalt. Also ist eine Kanzlei mit mehreren Anwälten. Ja. Ich denke mir, wo ist jetzt der Typ, wo ich da gewesen bin, mit dem ich gequatscht habe? Der war nicht mehr da, den gab's da nicht mehr, der war weg. Der ist weg. Einfach weg. Aber ich jetzt für die Wohnungsgesellschaft. Ja, wahrscheinlich. Und mir dachte ich, das wäre geil. Abgeworben. Sag mir, warum ist der denn weg? Ja, gut. Ja, genau, wie im Hambacher Forst, ne? Thema hier abwerben, ne? Das, ich weiß nicht, das ist ein krasser Themenwechselkurs, ich will das kurz loswerden, kannst dich weiter aufregen. Aber der Fraktionsvorsitzende von den Grünen, ne? Weißt du, für welche Firma die jetzt arbeitet? Für RWE. Boah. Ja, krass. Ja, ehrlich? Richtig, ne? Ja. Nee, Generalsekretär war der, glaube ich, vorher bei den Grünen. Jetzt aber egal, auf jeden Fall war bei den Grünen. Jetzt hat er guten Post bei RWE. Ich weiß auch nicht, ob das zusammenhängt oder so. Was ein Verbrecher, ey. Aber reg dich ruhig weiter auf. Ich bin nicht mal. Erzähl, du musst mal nach vorne machen. Bisschen weiter nach vorne. So ja, ist ja, so super optimal. Ja, ich glaube dann. Das ist halt so ein Riesenschädel, aber ist nicht schlimm. Ach ja. So, wir haben Body Shaming. Ah! Noch andere Sachen, die riesig sind. Portemonnaie zum Beispiel. Oh. Es war riesig, aber nichts drin. Ja, egal. Das hast du gesagt. Und zerknittert. Und zerknittert. Und zerknittert? Portemonnaie? Immer. Ist egal. Wie gesagt, ich dann, drüber auch. Ja, ja, du bist auch, ein Autist, sag ich immer wieder, dass du ein Autist bist. Möchtest du sehen? Gut, wenn du mal zeigen möchtest, wo auch jetzt rausgehen. Das Portemonnaie, Heino, mein Gott, was denn noch? Entschuldigung. Jetzt nicht hinspucken, immer. Die Cola ist übrigens 3 Monate alt. Oh, das ist Pepsi. Ich wundere mich schon. Oh ja, sie ja. Der ist mit dem Pflaumtee, das war kein... Das meinst du? Ja. Wie gesagt, dann kam nichts mehr von dem Anwalt. Ja. Ich sage, gut, alles klar. Er hat gesagt, wenn da irgendwie noch Mahnung kommen, dann, solange die nicht darauf reagieren, auf denen seine Briefe, da haben sie auch nicht darauf geantwortet. Kein bisschen. Ja, hat er hat da 3 Briefe hingeschickt, ja, die haben nicht geantwortet. Ich glaube, das ist auch alles so leicht mafiös, das Ganze. Hier natürlich, bei Vonovia war ja letztens auch wieder eine Hausdurchsuchung, ne? Ja, die haben doch, Vonovia musste doch irgendwie 1,3 Milliarden Schulden abbauen, deswegen haben sie auch Buden verkauft. Ja. Ui. Wieso haben die Wohnungen einen Wert von 1,3 Milliarden Euro? Ja, das ist viel. Ja, das ist, glaube ich, mit einer der größten Wohnungsgesellschaften. Ja, aber das ist ja nur der Schmutz, den sie abstoßen konnten, um Kohle zu machen. Das ist ja nicht das, womit die Geld verdienen. Der Schmutz ist auch krass, ne? Ja. 1,3 Milliarden Euro. Ja. Das ist eine Menge. Habe ich auch immer im Riesenportmann. Ja, Geringverdiener. Aber haben die jetzt nicht, hast du nie gezahlt? Natürlich nicht. Kam nichts mehr, ne? Da kam nichts mehr. Ja, ja, krass, ist wie bei mir damals. Ja, ist wahrscheinlich einfach, das kalkulieren die ein. Ist denen egal, 60% ne? Zahlen. Ja, wenn du deutschlandweit aktiv bist, ist ja, ob der einer zahlt oder nicht, ist denen ja, dann eben. Egal. Die meisten zahlen das, die wenigsten gehen zum Anwalt wie er. Hm. Ja. Und die dann nicht zahlen, den zahlen sie halt nicht. Ist wirklich so. Die anderen zahlen ja alle. Machen sie immer noch. Der war ja wie damals hier, als wir unten die Assis gewohnt haben und Andreas. Die waren wirklich Assis. Wohnt jetzt keine Assis mehr hier unten? Nee, ja, jetzt nicht mehr. Okay. Aber dann, hast du den Podcast nicht gesehen, glaube ich, wurde schon mal erwähnt, dann hast du wahrscheinlich. Doch, ich habe alle auswendig gelernt. Natürlich. Ja, Podcast 11, ja, worüber haben wir da geredet? Er hat mich dann immer kommentiert. Ja, genau. Achso, genau, übrigens, ich habe jetzt den Namen vergessen. Ich glaube, mit Tschetschinski, du weißt, wen ich meine. Also, danke, der hat sich wirklich alle Folgen angeguckt in kurzer Zeit. Ist ein riesiger Podcast. Ja, finde ich geil. Also dafür vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall. So, jetzt kann ich weiterreden? Kannst weiterreden, ja. Genau, ich habe dich nie gemeldet. Und dann gab es jetzt im Oktober am 13. die neue Nebenkostenabrechnung. Ich sag mal, guck, wie viel Geld ich diesmal wieder kriege. Dann halt wieder 188 Euro. Ich sag, warum? Wie gesagt, doppelt Hausmeister abgezählt, abgerechnet und andere Zahlen vor allem. Bei der einen Position irgendwie 140, die nächste 180. Nochmal. Nur mit den Gärtnern. Immer irgendwie unterschiedlichen Zahlen. Ich sag, seid ihr doof oder was? Ja, die wissen doch, bei wem sie es machen können. Ja, mir natürlich wo nicht. Die Kohle ist. So, dann habe ich meinem Anwalt, den ich noch nie gesehen habe und den ich noch nie gesprochen habe, die E-Mail geschickt mit den ganzen Nummern dran. Mit Bitte, ich sag, was soll ich jetzt machen? Am Tag danach, am 14., ne? Eine Woche später, keine Antwort. Eine Woche später, keine Antwort. Nach 4 Wochen, keine Antwort. Nach 5 Wochen, ich nochmal geschrieben. Ich sag, hallo, ist vielleicht untergegangen, die E-Mail kann mal passieren. Wie sieht's aus? Keine Antwort, keine Antwort. Dann 3 Wochen ich angerufen, ich sag, ja, hier so und so. Ja, der Herr, ne? Bla, bla, bla. Der macht keine Nebenkostenabrechnung mehr. Ich sag, was? Ich sag, ich bin doch bei euch noch mal Mandant, was ist denn jetzt hier los? Ja, nee, das macht der nicht mehr.
Und keine Info darüber gekriegt. Hab ich auch. Ich sag, war da keiner in der Lage, mir Bescheid zu sagen? Ja, wir haben es ihm nochmal hingereicht, weil sie ja schon langjährig bei uns sind. Ich sag, seit 3 Jahren kam noch nichts. Ich sag, jetzt will ich ja nicht anrufen. Ich sag, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das wird wieder groß geschrieben. Ja. Aber richtig, ich sag, was seid ihr für eine Verbrecherbande? Da bin ich richtig aufgeregt. Ja, ich kläre das mal ab mit ihm und dann meldet er sich bei ihnen. Eine Stunde später, E-Mail, ja, ich nehme keinen Mandant mehr, bla 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 bla. Hast du nochmal einen Korb gekriegt? Boah, ehrlich, ich hab so einen Hals gehabt, ich so ein dämlicher Wichser, ey. Ja, der wird wahrscheinlich auch bezahlt. Der Geile ist, bei denen auf deren Internetseite, da ist da so eine Biografie und dann so Leitsätze von dem. Und bei dem Wichser steht, schon als Kind war sein Gerechtigkeitssinn groß und er war geprägt von Anwälten und den Schlagabtausch und wollte unbedingt Anwalt werden. Schon als Kind war der entschlussfest. Ich sag, du Wichser, weißt du was? Diese Nazi-Propaganda kannst du dir in den Arsch stecken, ehrlich, ey. Weißt du, der große Gerechtigkeitssinn, aber nur wenn du Millionen auf dem Konto hast. Ja. Mhm. Ja, wie du sagtest damals, wahrscheinlich hat er mir zu wenig verdient. Ja, wahrscheinlich. Hat er ja auch, ich glaube, insgesamt hat mich das nur 180 Euro gekostet mit den ganzen Briefen. Da habe ich so einen Hals. Da habe ich dann mal meinen Rechtsschutz angerufen, jetzt bin ich ja beim neuen Anwalt, wenn ich bald einen Termin habe, mal gucken, wie der so ist. Das ist viel zu schnell erledigt, so eine Angelegenheit. Dann schreibt da ein, zwei Briefe und dann, du zahlst nicht und mehr passiert ja nicht. Ja, eben. Man verdient ja nichts dran. Er braucht was, wo viel Korrespondenz ist. Die hätten mich anrufen können, ich habe Zeit. Ne? Wir hätten gerne quatschen können, wir hätten es gerne anrufen können. Ja. Der guckt dann wirklich. Vor allem, ich saß ja jeden Tag auf E-Mail und noch nix. Das Telefon. Ja, der war dran. Der hat mal da abgelichtet mit dem Sack. Ich habe so einen Hals, habe ich da gehabt. Ich saß dann da, hatte diese, gut, die kann nichts dafür. War aber gerade Ziel meines Hasses. Wutbürger wahrscheinlich. Ja, wenn du bei so einer Wohnungsgesellschaft wohnst, dann solltest du vielleicht Rechtsschutz haben oder hier. Wollte ich sagen, auf jeden Fall. Na, Rechtsschutz ist wichtig. Jungs, Mädels, divers, nimmt Rechtsschutz. Macht eine Rechtsschutzversicherung. Mieterschutzverein, das ist eigentlich auch ganz gut. Ach, der Scheiße. Ja, der kommt immer drauf an, gar nichts. Hier in Gelsenkirchen vielleicht. Ja, meine Oma war auch mal Mieterboden. Der hat nichts gebracht, gar nichts. Die wohnen auch hier in Gelsenkirchen? Meine Oma wohnt unter mir. Ja, ich hab da gute Erfahrungen gemacht. Was hast du denn da gemacht? Hast du nur ein Rad abgeholt? Oder? Hast du einen Weg gefragt? Nee, es ging wegen ein neues Badezimmer. Haben Sie ein neues Badezimmer gekriegt? Haben Sie ihn gefliest? Ja. Kacke da raus. Mit so einem Köpferchen. Hier ist Ihr Vertrag, alles klar. Nur eine Erfahrung gemacht. Ich habe ja mehrere Foren durchgelesen. Alle haben gesagt, negative Erfahrung mit dem Mieterschutzbund. Da bist du mal der eine sogar. Ist doch schon lange her. Der war Selbstvermieter. Hat er mal einen Zettel von dem bekommen, vom Mieterschutzbund, seinen Anwalt gegeben, danach kam die wieder vom Mieterschutzbund. Sind Hunde ohne Zähne. Also die hatten mich damals an so einen hauseigenen Rechtsanwalt verwiesen. Der hatte da auch ein Büro direkt in dem. Ja, hatte meine Oma ja auch. Der hat ja auch einen Brief geschickt, aber nicht mit seinem, er war auch Anwalt, nicht mit seinem Briefkopf, aber sowas, einfach in ihrem Namen hat er den geschrieben, den sie unterschreiben musste. Aber in dem Büro hat er das Badezimmer dann gebaut, oder? Ja, ich musste dann bis dahin immer fahren, wenn ich duschen musste. der hat wahrscheinlich auch nur ein, zwei Briefe dahin geschickt. Das war auch ein Privatvermieter und dann habe ich da mein Badezimmer gekriegt. Weil alle hatten ja dem Haus ein neues Badezimmer. Ich ja was andere Privatvermieter, muss man wirklich sagen. Weil so eine Wohngesellschaft ist ja riesig. Das ist ja scheißegal, ob die Brief vom Anwalt kriegen. Ja, bei mir haben sie nie darauf geantwortet. Ja, aber Anwälte sind, glaube ich, auch ein bisschen engagierter, wenn du Rechtsschutz hast. Ne? Weil dann können sie schön. Junge, ich bin im Rechtsschutz, der war auch nicht engagiert. Ich dachte, du hättest das Babel. Achso, ich dachte, jetzt. Ja, ich habe eine Eigenbeteiligung bis 150 Euro. Alles darüber übernimmt der Rechtsschutz. Achso. Und natürlich kam ich jedes Mal nicht über diese 150 Euro, mal so 138. Ich habe insgesamt, war ich jetzt mit Brief verschicken und der, ich glaube, 170 Euro habe ich da bezahlt. Das ist ein schlechter Geschäftsmann, ich hätte das schön in die Länge gezogen. Ne? Ja. Ja, wieso ich denn? Er ist doch schuld. Ja, meine ich ja. Ist eigentlich doof. Ja. Aber er mag dich nicht. Ich hab ihn nie gesehen. Wie gut wirkt. Der andere war ja auch immer weg. Der hat sogar früher hier gewohnt in der Häuserei gegenüber. Hat also der mir gesagt, da hab ich mal gewohnt. Wenn du deine E-Mail so formulierst, wie du es jetzt gerade beschreibst, dann. Ich habe ihn nicht beschimpft, er ist hinterher. Weißt du, die Alte am Telefon. Oh, hallo, Herr Nusko. Nimmt keinen mehr. Genau so. Ja, ich würde ja mit dem Sohn so sprechen. Oh, ich glaube, der ist tot. Der ist gerade gestorben. Er ist gerade gestorben. Er kippt gerade um, er liegt auf dem Boden, er spuckt Blut. Ich glaube, er hat keine Zeit. Auch nicht ganz kurz. Ja, yeah, sieht schlecht aus. Ich muss jetzt auflegen. Ja, aber, oh, also, Tunnel. Macht nicht mehr. Aber zum Thema offene Rechnung kann ich auch eins am besten geben. Ich bin mal, also ich nenne extra keine Namen, weil ich glaube, das wäre noch, also wäre noch justiziabel, sagen wir mal. Wir sagen, es fängt alles mit Z an. Es fängt auch mit Z an. Ja, auf jeden Fall, ich bin da hingegangen und der eigentliche Hauptteil war Kassenleistung, sagen wir mal so. Und ich hätte eigentlich eine Zuzahlung. Bürgergeld. Nein. Ich hätte eigentlich eine Zuzahlung leisten müssen. Also Z, ja, Zahlung. Aber ich habe nichts unterschrieben. Also ich wusste auch nicht, dass ich was zuzahlen muss. Und dann habe ich irgendwann die Rechnung gekriegt. Und das waren so 400-500 Euro. Und da habe ich gesagt, so habe ich da erstmal angerufen. Ich so, Freunde, kann ich sein, ne? Und dann meinten die, ja, das sind unsere ganz normalen Standardsätze.
Und da habe ich auch nur gesagt, so, ja, ich habe nichts unterschrieben. Ich weiß nicht, was. Ja, das wird mit allgemeinen Geschäftsbedingungen, blablabla hin und her, das wäre ganz normal. Und das ist ja auch, ne? Wurde ja bestimmt auch vorher gesagt mit Eigenanteil. Ich so, ja, aber nicht 400-500 Euro. Ja. Ne? Und dann habe ich auch gesagt, ich so, ich zahle das nicht. Und sagte, ja, wir geben das jetzt an den Rechnungsdienstleister, den die da haben, weiter. Und dann kriegen sie Post. Ja, habe ich Post gekriegt, habe ich die erstmal zurückgeschrieben. Und, war natürlich erstmal so, ja, wir machen dann nur die Verwaltung, müssen sich mit dem Auftraggeber in Verbindung setzen und so. Und dann habe ich erstmal nicht reagiert, dann kam die erste Mahnung, die zweite Mahnung und so. Hm. Und dachte mir, gut, lässt das erstmal in Anführungsstrichen ein bisschen eskalieren. Und dann hat mich ein Freund auf die Idee gebracht, so mal zu fragen, woher dann dieses Rechnungsunternehmen meine Daten hat. Weil ich habe ja nichts unterschrieben, ich habe keine Datenschutzerklärung unterschrieben, dass sie das weitergeben dürfen und so. Und habe ich einen Sachbearbeiter geschrieben, ich so, also von der Rechnungsfirma, habe ihn dann gefragt, woher er denn meine Daten hat und ob das nicht vielleicht datenschutzrechtlich ein bisschen fragwürdig wäre. Dann habe ich nur zurückgekriegt, das Mahnverfahren ist jetzt erstmal gestoppt. Und sie haben den Vorgang zurück an den Auftraggeber gegeben. Aha. Und seitdem habe ich nichts mehr gehört. Geil. Aber ich habe so ähnliches erlebt. Also, krass, so einfach kann es gehen. Ja, also wenn es vor Gericht gegangen wäre, ich habe ja nichts unterschrieben, ja, eben. Meine Daten wurden weitergegeben, das sind ja Verstöße auf seiner Seite quasi. Ja. Ich habe nie eingewilligt, dass ich einen Eigenanteil zahlen muss. Das heißt, rechtlich gesehen war ich da voll auf der sicheren Seite. Ja, man kann es ja versuchen, ne? Ja, klar. Ich denke mal, auch. Viele machen es. Ja, viele zahlen auch, genau. Weil sie Angst haben auch. Ich hatte was Ähnliches damals mit meinem Handyvertrag, da habe ich den verlängert gehabt und ich ziehe ja wirklich selten hier die Dings raus. Hier, was hat hier die Bankdinger, wie heißt das? Kontoauszüge, weil ich weiß aber nicht, ob ich nur bezahle. Ne? Mhm. Und dann irgendwann war ich da so dran, gucke ich so, ich sage, wieso zahle ich jetzt hier 8 Euro für so und so, was ist das? Das war so eine Handyversicherung, habe ich noch nie abgeschlossen, schon nach einem Jahr ungefähr. Ne? Ich da hingegangen, ich sage, hören Sie mal, wieso zahle ich das im Laden? Ja, Vertrag, ja, haben Sie unterschrieben. Ich sage, da bin ich nichts unterschrieben. Ja, doch hier, ich gucke mir das an, total andere Unterschrift, total komisch. Ich sag, Kollege, das ist nicht meine Unterschrift. Ich sag, das ist meine Unterschrift. Ja, hat doch hier der Mustafa so und so gemacht. Ich sag, wo ist der Mustafa? Hol den mal gerade hier. Ja, toll, der ist schon seit einem Jahr in der Türkei. Ich sag, der Wichser. Sie haben gesetzt, der hat eine Kohle. Der hat der Mustafa schieß mich tot. Hier hat für mich einmal so ein Dings unterschrieben. Ach krass. Mit deinen 8 Euro, ist in der Türkei jetzt. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann angerufen bei dem Dingsbums. Ich sag, ich habe hier nichts bei Ihnen gemacht. Ja, doch, habe ich doch hier stehen. Ich sag, nee, hab ich nicht. Hat sie mir irgendwann eine E-Mail geschickt, da hier. Ich sag, das ist nicht meine Unterschrift, ist sie doof. Ich wieder hin und her geschickt und angerufen. Da wollte die Alte nicht einsehen. Dann habe ich da einmal angerufen. Also habe ich vorhin Lies geschickt, das ist nicht meine Unterschrift. Da habe ich Personalausweis geschickt, das ist meine Unterschrift, nichts anderes. Kam wieder keine Antwort. Copy-Paste in der Vertrag. Wieso haben sie auch unterschrieben? Dann gebe ich ihm, da hatte ich ja schon da gehabt. Habe ich dann da, so, ich saß am Telefon morgens, ich habe so einen Hals gehabt, schon alles schrecklich, wie ich die beschimpfen kann. Ruft er an, ich sage, ja, hier so und so, wegen meinem Vertrag. Und dann, ja, alles geregelt, sie kriegen das Geld nächste Woche wieder. Ich sage, bitte was? Ich war richtig baff. Ich sage, danke. Okay. Ja, so, ja, da, danke und schönen Tag noch. Ich sage, ich war so sauer, ich muss nicht sagen, Scheiße, mache ich ihn jetzt, ich hab mich die aufgeregt. Ja, vielleicht hat er das öfters gemacht. Kann sein. Und dann hat sie da irgendwo angerufen und sagt, ja, ist doch hier der Mustafa, der hat doch hier alles hier. Ja, die Mustafa, die Scheinperson, die es gar nicht gibt, die unterschreibt, dann gebe ich die Sachen. Weißt du, aber dieser Weg, es war wirklich so. Über Wochen hinweg immer diese Hin- und Her-Rennerei und Hin- und Her-Schickerei. Ich sag, ich habe nichts unterschrieben. Das ist eine Masche, das ist Mustafa, ist klar. Der Wichser, ich bin da hingegangen, ne? Ich sag, wo ist der Wichser? Ja, der hätte da gearbeitet bei dem Scheißladen. Wahrscheinlich. Dann war natürlich weg. Die nennen einfach eine Scheinperson, die das angeblich unterschreibt, aber es hat Geschäfts Masche. Ja, die arbeiten ja zum Teil auf Provision, ne? Ja, gut, aber ich weiß einfach, wie viel waren das? 8 Euro? Ja, aber die kriegen dann wahrscheinlich pauschal, wenn er das bei den 20 Kunden macht. Ja. Aber ich war ja 14 Jahre bei Mobilcom und damals war es noch Mobilcom, das ist anders. Und da habe ich nie Probleme mit gehabt. Und der Typ war auch weg, der eine sagt auch, ja, den haben wir schon seit Jahren nicht mehr gesehen, der ist irgendwie im Ausland. Ist ja der Wichser, hab ich so einen Hals gehabt. Aber generell auch so Handyversicherungen, auch größter Halsabschneider. Ich habe mal eine abgeschlossen, habe 2 Schäden eingereicht und den Dreck gekündigt. Und dann, wo habe ich die Versicherung? Ach, auch krass. Folgendes war auch noch, und das Beste war, das war so ein Samsung-Handy und es war mit Eigenbeteiligung. Und der Display, der ist dann kaputt gegangen, habe ich tauschen lassen. Ehrlich? Samsung, der ist doch eigentlich unverwüstlich. Ich hatte das Edge, das S7 Edge, was das, dieser geschwungene Display. Ach so, ja, gut. Und wenn das auf Ecke gefallen ist, sofort ist das Ding gesprungen. Ja, und das war, ist mir zweimal passiert und dann bin ich direkt gekündigt. Ich hatte noch jeweils einen Eigenanteil von 110 Euro. Ich mir dachte, sind für die doch, also die kaufen das ja auf Mass ein. Was für Wichser. Und dann denke ich mir, also dann habe ich auch nochmal durchgelesen, steht natürlich drin, dass sie sich vorbehalten, wenn du innerhalb von 12 Monaten 2 Schäden anrichtest, dass sie kündigen dürfen. Mhm. Wo ich mir denke, warum hat man da eine Versicherung? Ja. Also ist ja totaler Quatsch. Ist ja oft so, dass sie dich kündigen, sobald du was einreichst. Ja, aber warum? Ja, weil die, das ist. Ja, dann verdienst du kein Geld. Das ist richtig. Nee, weil du die Geld kostest. Ja, aber das ist ja dafür hat man ja nichts. Was war das denn für eine Versicherung? Wie hieß die denn? Oh, mit Z wahrscheinlich. Ja, die Versicherung mit Z. Ich glaube, die vermieten auch Wohnungen. Ja, deutschlandweit, wo gemerkt? Sie sitzt in Berlin und Köln.
Nee, das war irgendwie Verbrecher. Das ist krass. So eine Hinterhoffirma, keine Ahnung. Hinterhoffirma? Das war eine kleine Scheune. Hallo, nächste bitte. Ja. Ich hatte letztens wieder so ein Ding, dann komme ich nach Hause, ich fange anders an. Als ich mit meiner Ex noch zusammen war, haben wir 13 Jahre lang immer Post gekriegt von einem, darf ich den Namen nennen eigentlich? Ja, sag Z, komm, Z ist immer gut. Von Z. 13 Jahre lang, Rechnung. Von seinem Vermieter. Also wirklich in Kassobriefe ohne Ende. Wirklich teilweise am Tag 4 Stück. Von dem Vormieter oder was? Nein, keine Ahnung, wer das ist. Ach so. Und ich wollte gerade den Namen sagen. Nicht schlimm, Heino, ich piep's dann raus. Und dann habe ich irgendwann mal den Brief aufgemacht, Telekom 7.000 Euro. Boah. Ja, und jetzt, habe ich mich ja getrennt, bin jetzt umgezogen, ne, nach Gerte. Dann mache ich letztens den Briefkasten auf, ist auch wieder ein Brief drin. Von dem gleichen Typen? Vom gleichen Typen. Was? Ja. Das ist ja krass. Also da frage ich mich, wie geht das denn? Schreib doch mal zurück. Was willst du von mir? Ja, da war so eine Inkassofirma, ich versucht anzurufen. Ja, und dann lief da so ein Band, da musst du deinen Namen nennen, du musst die Rechnungsnummer nennen oder musst du dein Geburtsdatum nennen. Ja, was soll ich, mein Geburtstag, ja. Ich bin ja nicht registriert. Eben. Ja. Bankdaten, PIN am besten noch dabei. Ja, und das ist irgendein Rumäne oder Bulgare. Das ist ja gar nicht registriert, das ist ja ein anderen vom Namen her. Ja, ja, aber wie kann das sein? Und meine Ex. Aber der hat deine neue Straße und neue Hausnummer. Und ja, alles. Da steht der Name drauf. Ja. Z mit deiner Adresse. Z mit meiner Adresse. Krass. Und wieder eine Rechnung. Und meine Ex kriegt immer noch Briefe von dem. Hast du die alle verwahrt? Die sind auch umgezogen? Ich habe die mal eine Zeit lang zurückgeschickt. Unbekannt verzogen. Aber das war zum Teil dann so ein Stapel nach einem Monat. Oh, kannst du mit Feuer machen? Ist der Knaller. Und ich hatte auch schon einen Gerichtsvollzieher mal vor der Tür. Ehrlich? Ja, ist aber schon 10 Jahre her ungefähr. Krass. Aber jetzt, da habe ich mich jetzt erschrocken. Wieder wie kann das sein? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das sind Wichser, alles Wichser. War jetzt keine hohe Rechnung, es waren glaube ich 150 Euro. Von, oder? Nee, keine hohe Rechnung, 150 Euro ist ja egal. Ja, aber wenn ich dann halt. Ja, aber wenn ich jetzt, eine Halterfeststellung würde ich jetzt sagen. Also wenn ich jetzt rausfinden will, wo jemand wohnt oder umgezogen ist, dann gebe ich doch den Namen dann komplett an. Ne? Man, der heißt zwar auch Schmidt, aber nicht so wie ich. Ja. Andere Schreibweise. Ja, bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich wollte mal bei dem Versandhaus anrufen, mal fragen, wo die das hingeschickt haben. Ob die mir das sagen dürfen, weiß ich ja nicht. Wahrscheinlich nicht, aber. Wenn die Rechnung zu ihm schicken? Ja, ich war schon bei der Polizei, ich war bei der Post, ich habe gesagt, die sollen das zurückschicken, aber man kriegt immer noch Post. Ja, wenn nichts passiert, das ist ja scheißegal. Dann packst du ja auf irgendwo hin und gut ist. 13 Jahre schon. Ich wollte gerade sagen, 13 Jahre. Da kannst du auch wegschmeißen, die Scheiße. Entweder ist der Typ tot oder er ist im Knast. Eins von beiden. Ja, aber selbst wenn er im Knast wäre, dann würden sie es wissen, eigentlich. Eigentlich schon. Ja, ja, dann würden sie ja. Wie hat sich seine Adresse geändert, wenn er tot ist oder im Knast? Die Asche, dann auf deine. Die Asche zieht immer mit. Ja, wahrscheinlich. In der Urne. Hörst du auch manchmal so um 0.17 Uhr immer die gleichen Geräusche in der Bude? Weil vielleicht. Ich kann ja nur ein automatisiertes Verfahren sein. Ja. Schätze ich. Dass du in der Datenbank stehst. Ja, aber 13 Jahre lang muss man einem auffallen, wenn die kein Geld kriegen, dass der einfach mal nicht zahlt. Da brauche ich keine Briefe mehr hinschicken. Ja, ich habe schon überlegt, wenn die dann da anrufen, sag ich mal, bei der Stadt Bochum, sagen, ja, wo ist denn hier der Schmidt da hingezogen? Ja. Der Schmidt, der wohnt jetzt da und da. Ohne den Vornamen abzugleichen, schätze ich mal. Keine Ahnung. Aber eigentlich ist ja Quatsch, Einwohnermeldeamt, wenn die eine Adresse brauchen, dann ist das ja immer nur auf die eine Person bezogen. Deswegen. Mit Vor- und Nachname, Geburtsdatum, allen drum und dran. Deswegen wundert es mich. Wäre das so ein Betrüger, der jetzt. Aber jetzt ist ja Quatsch. Aber 13 Jahre lang? Der hat aber Ausdauer, ey. Ja, Telekom. Du kriegst immer nur Rechnung, keine Ware. Ich kriege immer nur Rechnung. Dann ist Betrug. Weil der kann ja immer sagen, ich habe die Rechnung nicht gekriegt. Telekom 7.000 Euro. Wie kann man eine Telekom-Rechnung von 7.000 Euro haben? Ich frage. Kauft er sein Handy, sag ich. Anfang der 2000er mit von den 7.000 Euro damals im Internet. Selbst wenn er 13 Jahre seine Beiträge nicht zahlt, kommst du ja nicht auf 7.000. Ja gut, aber sagen wir mal, jetzt, er hätte zwei, drei Handys über die Telekom gekauft, das würde ja gehen. Wenn du die Pakete nicht kriegst, sondern nur die Rechnung, weil du kannst ja unterschiedliche Liefer- und Rechnungsadresse immer angeben. Stimmt. Und bei dir steht Schmidt an der Klingel oder am ja, er bestellt immer weiß und kriegst die Rechnung 13 Jahre lang. Kann sogar echt sein. Er die Bude voll mit allen Klamotten, neuesten Fernseher, riesen Beamer. Nein, auch die Rechnung. Hat für ein Beamer. Oh, egal. So ein bisschen gegenüber. Guckt dann immer am Fernseher, guckt man sich Schmidt, der wieder gerade den Brief aufmacht. Der Idiot. Ja, genau. Zum Opernglas. Oh Gott, oh, guck mal, Schatz. Der Opernglas hat so ein hundertfach mit mich hier mit Thermo. Geil. Ich glaube, ich habe sogar ein Foto davon. Guck mal, jetzt, was ist denn jetzt? Er macht die PC-Rechnung auf. Ja, geil. Geh bestimmt wieder zum Post, Idiot. Oh, TikToks davon. Ah, da geht er wieder. Ja. Ja. YouTube Shorts. Weißt du, wie der TikTok-Kanal heißt? Schmidt, mein Name.
deine auch? Ja, hier, warte mal. Schmidt, bitte zahlen Sie bis zum 28.11. Ach doch, das war mehr. 224,42 €. Was? Ja. Aber du zahlst doch immer brav, ne? Ja, natürlich. Inkasso. Kannst ja mal einblenden, kannst ja den Namen dann wegmachen. Blendet jetzt hier gar nichts ein. Kannst du von der Kamera hier, ein. Doch mal, ich kann ja die Adresse, das ist der Name. Jens René. Du heißt doch gar nicht Jens René. Ist ja doch kein Aufwand, dass du Heino heißt? Ja, aber wie kommt der an meine neue Adresse? Meine alten Adresse, okay, hat er vielleicht einmal angefangen. Ja, aber der vielleicht hat er auch da gewohnt. Der Heino, ja, ich meine, der Jens René, der ist da hinten hingezogen. Ja, merkwürdig. Ja, ist in den Kasso-Unternehmen halt, ne? Von der Firma, ich weiß gar nicht, Walz oder? Nee. Ja, aber du bist ja nicht Jens René. Nee, komisch. Oder heißt du Heino Jens René? Also deswegen meinte ich ja, wenn, ja. Jetzt, wenn die jetzt irgendwie bei der Stadt Bochum angerufen haben, fragt haben immer hier, wo ist der, wo wohnt der jetzt? Ja, aber du hast halt einen Namen, der sehr oft vorkommt in Deutschland. Also da kann ja jeder mögliche sein. Sagen die ja nicht, also gleichen ja nicht nur den Nachnamen ab, sondern auch den Vornamen. Ja. Eigentlich schon. Ich habe halt keinen Bock, dass da irgendwann die Bullerei bei mir vor der Tür steht. Ja, du kannst ja sagen, ich bin nicht Jens René. Also du hast ja im Personal gesagt, hier, da, Heino heiße ich nicht Jens René. Stell mal vor, das ist die ganze Zeit so eine schizophrene Ader von ihm und eigentlich heißt er Jens René. Stimmt, du hast das nicht. Stellt sich nur immer anders vor. Ehrlich? Und dann steht er da und sagt so völlig unschuldig, das bin ich nicht. Und per so steht der Jens René. Genau, ich bin nicht Jens René. Hallo, bitteschön. Ich wollte bei dem Versand aus, wie gesagt, mal anrufen. Ich würde gerne mal wissen, wo sind irgendwo müssen sie die Klamotten ja hingeschickt haben. Jens René. Ja, dann fragt man den Jens René immer. Guck mal bei Facebook, erstmal bei Facebook, ob der gibt. Walz war das, genau, Walz. Hm? Guck mal bei Facebook nach, vielleicht ist er da, aber bei Instagram. Ja, dann schreib hier mal an, hör mal, du Arschloch, willst du deine Klamotten, willst du deine Rechnung abholen? Aber es wäre schon sehr doof, wenn das ein Betrüger ist, dass er sich auf Instagram auch Jens René Schmidt nennt. Deswegen sage ich ja, ich würde aber mal nachgucken. Ich google auch mal. Hast du noch nie gemacht? Boah, hab ich noch nie gemacht. Mein Handy. Was ist denn damit? Eisscholle. Ach, Eisscholle, ja. Schön, mal in meine Hand. Du hast noch ein Gefühl. Alter. Krass, ne? Schau mal mein Handy, das ist... Das wie ist immer. Ausgefüllt, das ist ja gefährlich für den Akku. Kennt der gar nicht. Kennt der gar nicht, genau. Darf der gleich, ey. Kennt der gar nicht. Gute Bodenheizung zu Hause, weißt du? Ja, ist auch. Dafür, so. Erzählt, wenn er kacken ist, ist der wärmste Raum bei ihm. Ja. Der Badezimmer. Oh, schön warm da, ey. Ja, gut. 22 Grad am Scheißhaus. Ist ja bei mir auch. Also, beim Badezimmer muss immer warm sein. Bei mir sind 10 Grad. Der Rest der Bude ist immer kalt, aber das Badezimmer muss warm sein. Bei mir ist nur ein Zimmer, wo der PC drin steht. Gestern Abend auch. Auf eins macht die Heizung so, oh, Luxus. Ja, das schlimmste Gefühl ist, kannst, wenn du dich auf diese Brille setzt und die ist kalt, ist, oh. Ich habe mir gerade schon einen Take zu, der Fabian möchte sich jetzt gerne so einen Plüschrand für die Brille anschaffen. Er sagt, er ist gemütlicher. Ist unhygienisch, aber gemütlich. Weil Chris meinte, der wäre immer Kacke dran. Aber es war wie ein Scheiß, wie so ein Nilpferd oder was? Ist der Schwanz so am Wählen, die Kacke am Verteilen? Habe ich genug gesagt, ja, der Schwanz ist am Wählen. Am gibt ja welche, so einen Überzug, den kannst du drüber machen. Ja, das ist ein Babyladen. Für Baby, Versandhaus Walz ist Baby Walz. Aber nicht nur. Was hast du für ein Fetisch, du Sau, ey? Nein, die haben doch auch andere Sachen verkauft. Und die moderne Hausfrau. Ja. Die moderne Hausfrau. Ja, weißt du, wie alt der ist? Keine Ahnung. Ich glaub, der Heiner hat multiple Probleme. Ja, der hat mehr zum einen. Wie bei Lieblingsfilmen Split. Ja, sag ich ja. Aber ruf doch da mal an und schilder denen das doch hier, mal. Hier, Baby Walz Online Shop, das ist Babymode. Der bestellt Babymode auf deine Kosten. Ja, aber wirklich, also ruf da doch mal an. Seit 13 Jahren oder wie? Und da kannst du ja vielleicht dann bei denen das irgendwie ein bisschen in Schwung bringen, dass sie da sich mal selber drum kümmern. Da würde ich echt weil mal die kriegen anrufen. Offensichtlich kein Geld von dem. Nee. Offensichtlich nicht. So. Ja gut, aber er hat ja auch keinen Nachteil dadurch. Also er hat ja, da kam mal keiner auf Stuhl und sagte, gib mal Geld jetzt her. Nee, in den letzten seit 13 Jahren. 13 Jahre. Ich hatte irgendwann auch mal einen Brief aufgemacht, selbst das Geburtsdatum stimmt nicht. Ich weiß aber nicht mehr, wie alt er war. Dass sie den nicht erwischen. Ja, das ist auch komisch. Finde ich auch. Der hatte auch hier, bei der Sparkasse hat er, glaube ich, auch irgendwie 2.000 oder 3.000 Euro Schulden. Alles auf deinen Namen. Ich sehe mal, nicht auf meinen Namen, auf meine Adresse. Also der Name ist ja ein anderer. Das ist aber auf meine Adresse. Ne? Aber über so viele Jahre. Aber von wie hat er dann eine neue Adresse rausgegeben? Das ist ja das, was kennst ich meine. Kennst du jemanden, der Jens René heißt? Nein. Hm. Aber das ist ja das, was mich so schockiert hat, diese... Kann ich die mit wieder haben? Ich hab die auf 3 gestellt, du Arsch. So, 2 auf 3. Also ich muss dieses Paket kriegen, oder was? Da kriegst du von mir auch noch einen. Na, ehrlich. Diese Scheißkartoffeln. Das ist so geil. Nee. Wir haben nämlich gesagt, vorgestern, sag ich, Heino, für jedes Paket Marzipankartoffeln mach ich die Heizung ein bisschen höher. Ach, Paket? Ich dachte, du meinst Kugel. Ja, Kugel, ne, Paket. Und man geht die gleich hoch oder was? Ja, knacken ist der Dings, der. Der Laminat, der. Ne? Ja, jetzt Holz. Weitet sich ja alles aus, weil ja normal immer minus 3 Grad ist. Boah, hier drin. Wir sind nicht immer minus 3 Grad. Kannst also du die Mietminderung beantragen, weil ja in der Kälte deine Wohnung ja dann offensichtlich... Ja, aber hier ist ja genau... Du musst ja auch weniger für den Gärtner bezahlen. Das sind ja gar keine 60 Quadratmeter. Aber ich kriege ja keine Antwort, das ist ein Problem. Ja, gut. Entschuldigen Sie, im Winter ist meine Wohnung um 5 cm kleiner. Ich hätte gerne Mietminderung. Vielleicht schreibst du einfach mal im Namen von Jens René Schmidt. Vielleicht genau. Hast du die Rechnung?
Was rufen Sie meinen Namen an? Der arbeitet. Ja, guck mal. Wir stimmen voll. Das wäre drei Persönlichkeiten. Jens, René. Das würde ich gerne mal wissen. Das würde ich auch mal gerne rausfinden jetzt. Einer bis zum nächsten Podcast. Ich dranhängen. Ich rufe da nächste Woche mal an. Ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der hätte Zugriff aufs Einwohnermeldeamt. Kann man mal nachfragen. Ich kenne keinen, der jemanden kennt, aber ich bin trotzdem neugierig. Jetzt kennen Sie mich. Jetzt kenne ich jemanden. Stimmt, ich kenne noch jetzt jemanden, der jemanden kennt. Ja, du kennst jetzt den Namen. Ja, du bist ja den Namen kennt. Nachher. Und du schellst dann auch an, nachher, wir stehen dahinter. Nachher finde ich raus, dass das wirklich Heino ist. Aber so nach so einem Bauwagen irgendwo in der Nordsee. Er sagt ja gerade, er wohnt im Zelt. Ja, ah, jetzt haben wir es. So ein Wanderzigeuner, weißt du? Das ist ein Wanted-Foto in der Datenbank. Eigentlich wohne ich in Flieland. Auf Flieland. Also, wie kam jetzt eigentlich darauf, ja, ich wollte immer mit Wohngesellschaften sagen, meiner. Wir haben irgendwie mehr den. Was wolltest du sagen? Bogen. Immer mit Wohngesellschaft. Wohngesellschaft, ja, alles Verbrecher. Ja, alle Verbrecher, das sowieso. Es gibt auch gute. Also da, bei der, wo ich mit meiner Mama früher gewohnt habe, da hast du auch so eine Einlage gehabt. Also du hast dann da Geld gezahlt beim Einzug. Ich glaube irgendwie, also die Kaution plus ein bisschen mehr. Und dann haben die das irgendwie angelegt und dann hast du es ausgezahlt gekriegt am Ende und so. Ja, das haben die früher mal gemacht. Cool. Das hatte eine Ex-Freundin. So richtig guten Konditionen. Das muss man immer noch machen. Also die Kaution muss, wäre technisch angelegt werden. Und zu richtig guten Bedingungen aber. Ja. So kriegst du bei keiner Bank solche Konditionen. Also, das ist ja auch nicht bei meiner so. Das weiß ich jetzt schon. Also früher war das bei meinen Vormietern, das waren ja, Vorvermieter, ich war gegenüber gewohnt, das war ja privat, wir haben Heino damals. Mhm. Bin ja eingezogen, zwei älteres Ehepaar. Weißt du, wie wir standen da oben im Wohnzimmer? Bei ihm im kleinen Garten, da die Deutschland fahren, ja. Ja, die bunten da unten, die kommen hier nicht rein. Ist ja alles klar, bist du richtig. Der war so klasse, der Typ. Ne? Ich war ja auch für die wirklich der Muster, habe ich schon mal erwähnt. Bei denen du beim Pornos anmachen helfen musst? Ja, da komme ich gleich. Möge in Frieden wohnen, er ist ja verstorben, vorletztes Jahr. Aber wirklich, die waren, ich war für diese Muster mit, hab immer den Flur gemacht, hab immer geholfen, die hatten dann immer so PC-Probleme, manchmal so einfach dumme Sachen. Hieß der Jens René? Nee, der ist anders. Der ist Z. Auf jeden Fall, da hab ich immer geholfen, da hab ich immer Kasten Bier, weil ich immer Geld, ich sag, ich brauch kein Geld. Nee, du hast ja auch nicht so viel Geld. Ja, okay. Ich bin ja jetzt nicht arm, ne? Aber die waren klasse, ich hab mal gesagt, wenn sie sagen, ja, da in der Küche war damals hier gefliest, dann war so ein Stall nicht mehr gefliest, weil da war ein Schrank. Ich sag, könnten sie das vielleicht nochmal, ja, kann ich, kein Problem, mach ich fertig, bevor du einziehst. Ja, hat er auch gemacht. Wie war das mit dem Pornos? Warte ich jetzt drauf. Nee, der Mann ist letztes Jahr verstorben, ne, möge er in Frieden ruhen. Eigentlich redet man nicht schlecht über Tote. Ist ja nicht schlecht, ist so schlecht. Es ist witzig, ich weiß, aber schlecht über Tote. Also der Mann hatte auch seine Bedürfnisse. Ja, die sind ja auch regelmäßig, auch jeden Mittwoch waren die im Saunaclub mit ihren ganzen Freunden da. Ne? Also Saunaclub, der berühmte. Ja, der berühmte Saunaclub. Und immer, wenn ich da am PC war, musste er helfen. Da saß ich am Rechner, war am Klicken. Dann saß er rechts von mir, sie links von mir. Und beide haben wirklich diese Affinität zu reden, und zwar gleichzeitig. Sie über ein Thema, er über ein anderes Thema. Und ich muss mich auf den PC konzentrieren. Ja. Wirklich durchgehen. Und sie immer, echt, jetzt halt mal ruhig, lass mal den jungen Mann hier arbeiten. Ich sag, Dankeschön. Ja, du mal ruhig. Ja, war immer wirklich, das war so grauenhaft manchmal. Ich so klick. Und sie, dann sitzt da gemacht. Ich sag, das, sie hat sich wirklich alles aufgeschrieben. Ne? Jeden Schritt, jeden da, links, klick. Irgendwie rechts, klick. Jetzt sich alles aufgeschrieben. Sie waren schon bald über 60, an den 70 waren die schon. Ja, und dann irgendwann kam sie ins Krankenhaus, ich glaube vorletztes Jahr, dann war er alleine. Er sagte, ja, könnt ihr mal vorbeikommen? Ich habe ja ein paar Probleme, ich bin nicht mehr, wohne nicht mehr da. Ich sage, ja, ich komme mal vorbei. Da komme ich dann hin, setze mich da so hin, sagt er, ja, ich hab da, weißt du, können wir offen reden, ne? Jetzt hat die Frau weggeschmissen. Da hat meine Frau wieder gesagt, ne? Was ist das denn hier? Warst du wieder auf Schweinchenseiten? Kann man das da irgendwie rausnehmen, weil die Mütze nicht mehr sieht? Ich sage, kein Thema. Dann ging er so in den Verlauf. Und hab mich der Schock getroffen. Also, was der Mann gesucht hat, ne? Anpissen und sowas. Oh nein. Und ja, und wilde Orgien. Und dann saß ich so da, musste mir Grinsen verkneifen, löscht dazu alles. Und dann kam mir so der Gedanke, wie sie links neben mir saß, er rechts neben mir saß. Saunaclub. Wie sie immer manchmal so näher kam in ihrer vertrockneten Titte. So. Ich sag, oh mein Gott, die beiden sind Swinger. Oh, wurde mir richtig so. Und ich, oh, ist der kalt? Ich sag, nee. Dieser möge er in Frieden ruhen, er war ein netter Mann, möge er in Frieden ruhen. Er ist viel zu früh gegangen. Die war auch wirklich lange im Krankenhaus. Ich hab mir gedacht, dass sie zuerst einen Löffel abgibt, aber war andersrum. Die waren aber wirklich mal nett. Die haben auch, wenn immer war, ich sag, hör mal hier, ich hätte da so einen Gasboiler, ich sag, der geht irgendwie nicht. Zack, war der oben mit seinen Klamotten, hat er rumgefummelt. Dann ging er wieder. Wer ist mal da oben geblieben? Ja, die Wohnung war aber kleiner. Die war klein, ich hätte ein Zimmer weniger. Aber die Räume waren ein bisschen größer, aber ich hätte ein Zimmer weniger und kein Balkon. Aber kleinere Wohnung heißt weniger heizen. Die haben sich nie bereichert, ne? Die haben wirklich nur das berechnet, was du auch da verbraucht hast. An allem. Also die haben sich wirklich nie irgendwie an irgendwas selbst bereichert. Du hast doch wirklich eine detaillierte Liste bekommen, was du wo, wofür bezahlst.
ehrliche Menschen noch. Ja, wirklich. Ja, also privat ist eh immer besser. Ja, nicht immer. Ja. Aber da hatte ich wirklich Glück. Ja gut, ich hatte jetzt mit meinen habe ich auch Glück. Ja gut, die davor, die waren auch scheiße. Ich habe auf meine Kaution ein Jahr gewartet. Ja, werde ich hier wahrscheinlich auch müssen. Ein Jahr. Ja, Problem halt an der Bude war gewesen, die stand halt auch scheiße. Du hast mittags hast du die Sonne im Schlafzimmer. Und da ich nur ein Zimmer weniger hatte, war der PC im Schlafzimmer. Der wusste wahnsinnig. Und neben mir, dieser Dreckswichser von Qualmer. Alter, der hat so geraucht, ein paar Mal wenig weiß. Da war alles gelb. Die Vorhänge waren gelb, der Fensterrahmen war gelb. Der hat bei sich die Tür aufgemacht im Flur. Er stank nach altem Zigarettenrauch. Boah. Der kam dir beim Einkaufen entgegen. Du hast den schon vom Weiten gerochen. Diesen Zigarettengeruch. Widerlich. Und der lebt bestimmt noch. Nee, der ist ausgezogen vor 2 Jahren. Der ist jetzt irgendwo betreut im Wohnen. Der Wichser. Der hat ja mal damals noch wie eingezogen, wir waren noch am Arbeiten, war schon weit über 50, hatte der immer so einen Roller unten stehen. Irgendwann wurde der abgefackelt. Was hat der Rest gesagt? Warte, hat er dich wieder geärgert? Ich, warum? Ja, weil der Roller abgefackelt ist. Hast du denn so einen Roller abgefackelt? Ich sag, nein! Das kann mir keiner beweisen. Ja, eben. War der René, wie heißt die? Jens René. Auf jeden Fall hab ich da ausgezogen, weil frisch hier. Die Lage war kacke, weil. Ach, ich hab die jetzt auch schon freigelegt, Mann. Wie kannst du eigentlich frieren? Und der friert nicht schnell. Du siehst aus wie der Sohn von King Kong. Ja, weiß ich nicht. Das ist, wenn der Neopren einmal durchgekühlt ist, dann ist es frisch. Ja, wie gesagt, also, ja, musst du so ein Gönnergy trinken. Ja, genau. Gönnergy auf die 1. Kannst du gerne trinken. Ich hab die Bude war kleiner und Internetleitung hatte ich damals von Gelsenet 1.800er. Ja, da. Es kam aber nur 1.200 an. Weißt du, wie scheiße das war? Aber heutzutage hast du da auch 100.000. Und dann die Schlampe unter mir, darf man sagen. Ja, ist mein Podcast, ich darf sagen, wenn ich möchte. Die Schlampe unter mir damals, diese blöde Sau. Morgens 4 Uhr. Die hat immer morgens 4 gebumst. Warum nicht mittags oder abends, erzählt, weißt du? Ja, hab ich schon mal erzählt. Ja. Ja, da ging mir so auf den Sack. Ich musste ja morgens wieder früh geguckt oder so. Nee, der gebumst. Ah, bam, also der Bett so. Bam, 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 bam. Ich sag, meine Güte. Da bumst doch mal morgens und mittags. Komm doch mal runter. Ich hab immer angestellt. Ja, ich komme. Ich sag, runtergerannt. Ja. Ich sag mal, ficken ja schön und gut. Ich komme gerne runter, aber nicht morgens um 4. Ich sag, ich muss mich wieder aufstehen. Ich würde gerne mal ins Bett. Ich würde gerne schlafen. Oh, hat man's gehört? Ich sag, ja, ich höre ja alles. Wirklich, er hat hier so eine beknackte Lache gehabt. Und so eine richtig dämliche Lache, die Alte, ne? Boah, da ging mir so auf den Sack. Da hatte ich einmal nach 4 Jahren, da hatte ich so eine kleine Party gehabt mit ein paar Leuten, bis morgens um 5, okay. Einmal nach 4 Jahren. Da hat die sich beschwert beim Vermieter, steht da oben. Da dachte, ja, können Sie ja mal bei ihr entschuldigen? Ich sag, was soll ich mich? Da hab ich mal aufgeklärt, was hier eigentlich los ist, ne? Ja, dann bin ich halt direkt über zu meiner Oma, weil die wurde, ja, ein bisschen nur, danke, das hab ich hier erreicht. Dann wurde die Bude ja frei, weil ihre Freundin hat vorher hier gewohnt. Ja, hier noch viel, mal, ne? Und hier hat ihre Freundin hier vorher in der Wohnung gewohnt. Und ich wusste, dass sie frei war. Ich sag, Oma, wann zieht die Ulla aus? Dann und dann. Ist die Wohnung vergeben? Nee, ey, mach nicht so voll, da brauch ich so viel. Hey, ist okay. Hey, hier. Hey, nein, bei mir. Auf jeden Fall war dann die Wohnung frei. Ich sag, ich nehme die Wohnung. Dann bin ich halt hingegangen, weil ich wusste, wie die aussieht, weil meine Arbeitskollegen damals, die wohnen halt 2 Häuser weiter in derselben Reihe. Ist ja dieselbe, ist identisch. Ich hin, ich sag, 18 Uhr hin, mal Abendessen. Ja, ich hab hier meine Kündigung übrigens. Ich zieh aus. Plom, verflucht der Alten die Gabel aus dem Mund. Und ja, sind wir so schlechte Vermieter? Ich sag, nee, aber geht mal und sagt, der Qualmer da oben, der immer ein Fenster offen hat, ich kann nicht lüften. Dann die Schlampe unter mir, die macht einen Krach und beschwert sich, wenn ich einmal Party mach. Ich sag, da hab ich keinen Bock mehr drauf. Da waren die richtig baff. Wie, sie wollen jetzt wirklich ausziehen? Aber wir haben sie doch gerne bei uns. Die Arme, ey. Ja. Wieder nur gegenübergezogen quasi. Ja, aber das war kacke, war das. Ja. Allein schon Internet, war gleich der Hauptgrund. Und der Wichser nebenan, der Papa. So laute Nachbarn, das ist scheiße. Mm. Ja, und Stinker ist auch scheiße, ja. Der wäre nicht so wild gewesen. Ich habe nie gemeckert, wenn die da irgendwie mal Besuch hatte und die am Fußball guckt. Dann war mir ja egal. Aber dann sich da aufzuregen, dass ich einmal nach 4 Jahren Leute eine Party mache. Dann ging es ums Prinzip. Da ging es ums Prinzip. Da habe ich so einen Hals gehabt. Und konsequent, als guter Deutscher, gesagt, hier, meine Kündigung, ich zieh raus. Es reicht. Als guter Deutscher. Okay, auf Wiedersehen. Ja. Weißt du, jetzt wohne ich seit 8 Jahren hier, über 8 Jahre, und habe bisher 3 Jahre nur Probleme. Also ich habe gar keine Schulden und so was. Aber, ja, ist wieder Zeit auszuziehen hier. Ja, wohin, wird alles teurer. Ja, das sieht doch schön. Das war eigentlich schade, weil die Wohnung. Ruhe, nee, die Wohnung ist eigentlich schön. Ich ja, die auch, die, auch hier, guckst du am Fenster, hast du eine schöne große Wiese, Bäume, also, Balkon ist auch in Ordnung. Ja, hier, die Rumänen nebenan, die höre ich auch nie. Woanders ist auch schön. Ja, woanders ist auch schön. Auch andere mit haben schöne Töchter, super Spruch, ehrlich. Woanders ist ja, auch ist schön. So. Ja, aber du wohnst ja hier in der. Wir reden von Gelsenkirchen, das ist schon hier das gehobene Viertel von Gelsenkirchen. Ja, aber ich habe ja alles in der Nähe, ich muss nicht weit laufen. Aber Gelsenkirchen und ländliche Bereiche mit Oberland. Also ländliche Bereiche. Ja, aber im Norden. Ja, und wo ist das Problem? Da kann ich mir nicht leisten im Norden. Der wohnt der Hochadel von Gelsenkirchen. Der Hochadel? Da sitzt auch mein ehemaliger Anwalt, der Wichser. Ach so. Kannst du neben den ziehen? Ja, genau. Ja. Nein, auf jeden Fall, ja, war nicht schlecht. Ich habe 4,5 Jahre habe ich da gewohnt. Du, dann frag doch nochmal an, ob er frei ist.
Ich weiß nicht, ob die noch lebt. Ey. Ich bin sicher, ich hab schon lange nicht mehr gesehen. Ja, noch besser, dann kannst du die Wohnung direkt übernehmen. Die Lehre. Oder mach doch so einen Vertrag mit der. Machen doch viele jetzt. Das ist so eine neue Masche. Mit Renten, aber eigentlich nur, wenn die ein Eigenheim haben. Du machst einen Vertrag mit den Rentnern, ja, dass du quasi für die einkaufen gehst und Besorgung machst, die zum Arzt fährst und dafür überschreiben die dir ihr Haus. Das möchte ich aber nicht haben, das Haus. Ja. Wie gesagt, die Lage ist, wenn die Sonne reinballert, ist unheimlich heiß. Dann setzt du meinen Namen. Geht denn um? Ja, welchen? Jens? Jens René Schmidt. Genau, das ist eine gute Idee. Nein, natürlich nicht Jens René. Nein, wie gesagt, die waren wirklich. Aber du einkaufen musst du. Ja, ich hole. Das ist aber eine krasse Masche. Das machen so Banden. Also ist ja rechtens eigentlich. Darfst ja machen. Aber schon mies. Aber der Witz, unmoralisch. Der Witz ist ja an der Sache, als ich bin ja damals ausgezogen und ein Jahr nach mir und ein halbes Jahr nach mir ist die Schlampe unter mir ausgezogen. Mit der Begründung, ja, ihr seid ja nur noch Alte. Ich kann mehr abbekommen. Du Sau, ja. Der hat nichts mehr zum Poppen. Nee, die hat auch nicht vor mir da gewohnt. Der war ja geil. Ich hatte mal in den Dachboden gewischt und hat ihre Wäsche aufgehangen und überall rote Tangas. Ich hab mich schon bumm, weil ich an der Wand angelangt. So, ja, aber das war kacke mit der da. Mit dem Wichser nebenan. Wäre der Wichser nicht gewesen und die Schlampe unter mir nicht, wäre ich vielleicht heute noch da am Boden. Aber Internet war kacke. Ja, aber jetzt auch besser bestimmt. Ist doch jetzt nicht mehr so schlecht. Nee, ist immer noch kacke. Die haben auch nicht mehr viel, aber nicht mehr viel. Dann bin ich ja rübergezogen, jetzt wohne ich halt hier. Aber nur Ärger mit dem neuen Dingsbogen. Jetzt stand bei mir vor der Haustür so ein Typ im Glasauge, der wollte mir Glasfaser andrehen, da hab ich mir gedacht. Was? Im Glasauge? Ich sitze oben am Computer, klingelt, dann höre ich meine Frau unten, hat sie mich dann gerufen, dann komme ich da runter. Dann steht ein Mann mit Einwanderungsgeschichte da, Glasauge, und fragt mich, ob ich Glasfaser haben will. Da habe ich gesagt, nee, danke, ich bin bei der Telekom. Ja, aber wir bauen jetzt hier alles um und brauchst so ein halbes Jahr, und kannst du so einen Vertrag raus und so. Ich gesagt, waren bestimmt die Einbrecher. Nee, danke. Und nein, der hatte offizielles Zeug. Ja, und trotzdem kann er bei dir einbrechen. Ja, theoretisch könnte er das machen. Und dann habe ich gesagt, nee, brauchen wir erstmal nicht. Und dann sagt er, ja, hast du wenigstens Feuer? Habe ich gesagt, nee, habe ich leider nicht. Und dann ist er davon dann gezogen. Habe ich auch noch was bei uns gehabt. Da war ich dann wie im Flur. Ja, wirklich. Auf einmal schelternd hier, ne? Also damals in Altenbude. Kommt mir der indische Columbo entgegen. So ein alter Mann, total grau, mit so einem Trenchcoat. Ja, komm mir von Ele, Stromanbieter. Wolltest du gucken hier, Zähler? Ich sag, Kollege, Ausweis. Kam mir an, mit so zittrigen Hand. Ich sag, gib mal her. Ja, da war es ein bisschen dunkler gewesen, ne? Ja, guck so, ja, von der Haare her, da war der grau. Ja. Von der Haare her. Da war ein uralter Mann, der sah aus wie der indische Columbo. Ja, weil die Dinger waren im Keller. Ich sag, komm mit, ich bin im Keller gegangen, ey, dann gucken, alles klar, super schön. Das ist doch einfach kein irgendein Fremden am Keller, hör mal. Warum, was ist denn da? Ist da Gold liegen oder was? Nee, das. Hä? Im Keller? Ja, nicht mehr, damals schon. Ich musste ja hier die Dinger bezahlen, die Heizrechnung. Die Barren. Die verheizt er jetzt gerade, die Goldbarren. Da hat er noch nicht mit Euros gerade geheizt, sondern mit Barren. Mit Goldbarren aus Rheina, immer mehr. Ich meine ja nur. Ich finde es auch immer gut, mein Vermieter hat sich manchmal so mit Informationen weiterleiten und dann steht auf einmal die Stadtwerke vor mir, wollen Zähler tauschen. Du musst einen fremden Mann auf einmal ins Haus lassen, ne? Das ist nicht schön, du. Du kannst dich wohl mit ihm treffen, so einen Kaffee trinken, dann ist doch kein fremder Mann mehr. Ja, aber er steht unangemeldet vor der Tür. Ja, ich habe dem Vermieter Bescheid gesagt. Ich so, der mir aber nicht. Ja, den würde ich gleich reinlassen. Ja, doch, er konnte sich ja ausweisen, er war ja von der Stadtwerke. Achso, ja dann. Außerdem stand ich ja schön brav wie ein Allmann die ganze Zeit daneben, hab geguckt, was er macht. Ja, nee, das macht keiner was anderes. Ja. Was ist denn los? Musst du auch machen, ne? Vor allem, wenn sie zu zweit kommen. Nee, er war alleine. War das nicht auch einer von der Stadtwerke, der dir die Playstation andrehen wollte? Nee, war noch von der Telekom, jetzt zwei Nahostfreunde. Ja. So in Tuchhose und mit so einer schwarzen Jacke, wo nur so ein Telekom-Zeichen drauf war. Ja, genau. Die sind immer von den ganzen Marketing-Firmen. Da hatte ich Vorstellungsgespräch. Mir klar. Da habe ich nach 10 Minuten gesagt, danke, das ist glaube ich nichts für mich. Ja, bei mir, ich war schon mal Telekom, bei mir wollte er hier die Leitung messen mit zweimal. Ich sage, braucht er zwei Mann für Leitung messen oder was? Ich sage, warum davon weiß ich nichts. Ja, wegen Geschwindigkeit ist alles super. Und irgendwann war der eine nur, hast du Playstation? Ich sag, nee. Nee, so geil, ehrlich. Das ist 5 so selten war, weißt du, wo man die nicht gekriegt hat. Ja, war am Anfang, Ende 2020 war das. Ja. Ich sag mal, ich war 2 Jahre richtig günstiger. Ja gut, hat 3 Jahre gedauert. Die Leute haben 700 Euro oder was, ne? 800. 800. Krass. Ich sag, ich hab doch kein PlayStation für 800 Euro. Ich sag, ich bin PC-Spieler. Ich sag, ja ey, wo ist PlayStation? Ich sag, nee, komm, tschüss, Tür zu. Komm, tschüss. Da kam der Riegel davor, ne? Der Riegel kam letztes Jahr. Aber als habe ich im letzten Podcast schon mal erzählt, wo Tino hier war, wo meine Mutter im Haus eingebrochen wurde gegenüber. Wo haben die Zioner versucht, der Dreckspack. Mhm. Ehrlich. Hast du gesehen? Nee, meine Mutter. Die hat einen Zigeuner auf die Jacke stehen, deswegen wusste sie das so. Junge, jeder weiß, wie Zigeuner aussehen, oder? Weiß ich nicht. Wie die haben alle das gleiche an, oder wie? Oh, kommt hier die ganze Nazi-Scheiße, nein. Nein, ich wollte doch nur wissen, was sie anhatten. Ich wollte doch nur wissen, wie ein Zigeuner aussieht, damit ich beim nächsten Mal einen erkenne. Entschuldigung, bist du einer? Komm mit. Nee, du nicht, aber das du. Aber genau. Du siehst verdächtig aus. Dürfte ich einmal kurz die Nase nachmessen, bitte? Ja, genau. 3 von 4 Kriterien.
Kriterien erfüllen. Genau. Ja, so mit Angelo hat gesagt, wir Nazi. Oh ja, Angelo hat gesagt, das kommt wieder. Angelo, der böse Nazi, hat gesagt. Oh. Hat doch keiner gesagt. Oh, wie sieht der denn aus? Ist das einer? Nee, aber der, weißt du warum? Sack zum Einbringen auf dem Rücken. Ja. Ach, der hier, der mit dem Sack. Der hat die Beute drin. Ich bin im Sack. Die Grünen wieder hier, alle Verbrecher. Ey. Aber ich war noch wegen Assi noch mal damals. Hier, die also hier unten, da, bevor die andere da eingezogen ist, vor 3 Jahren ungefähr, auf 4 Jahren. Haben da richtig Assis gewohnt. Weißt du, so eine fette, so ein dünner Spargeltarzan, wie 2 Kinder, eins war nicht von ihr, sondern von so einem Ivan. Oder wollen alle. Nein. Ja, was weiß ich denn? Habe ich schon mal erzählt in irgendeiner Postcard-Folge, ich weiß, dann kam ich abends von der Arbeit, also um 11 Uhr, ich komme in den Flur. Ich dachte richtig so, scheiße, also Katzenkacke. Ich mal Licht an, da stand da so ein großer blauer Sack vor der Tür. Ich gehe da so hin, rüber. Boah, Alter, der war offen, war Katzenscheiße. Ich da angestellt. Ja, Katzenscheiße im Flur offen. Hat er damals mal erzählt? Hab ich mal erzählt. Weiß ich nicht mehr. Dann macht der Bengel die Tür aus, so einen Jugendspurt. In seiner kurzen Buchse, T-Shirt, übrigens minus 10 Grad draußen gehabt. Ich sag, Kollege, ja, ich sag, Bretter, ich scheiße, ich hab Schuhe drin, also so. Egal. Ja, aber nicht mal minus 10 Grad. Was heißt denn die mit der Scheiße? Der wäre in Ordnung, die war ja draußen auf dem Flur. Ich sag mal, dann bring die Scheiße hier raus. Das waren die Kids, die fertig waren. Du kannst doch nicht hier stehen lassen, ne? So ein riesiger Sack mit Katzenscheiße. Wie viele haben die denn gehabt, wie viele Viecher? Weiß ich nicht. Eine große. Haben die Löwen da drin? Ja, ich glaube, die haben das gesammelt wahrscheinlich. Ja, wo denn? Der in dem blauen Sack. Vor der Tür. Und der war vor, die haben sich zugerückt. Ich sag, mach ihn jetzt raus. Ja, mach ich dann. Ich sag, ja, jetzt. Ja, ihr riecht da in der Scheiße. Der hat sich gemeldet. Ja, der Witz hab ich schon mal erzählt. Die haben nur so Schoten gemacht. Die haben mal die Anlage angeblasen auf der Couch und mal die Vitrine voll am Vibrieren. Und da ist eine Wohnung zwischen. Der Andreas, der hat ein paar Mal angestellt bei denen. Die haben gar nicht gehört. Ich habe runter. Nee. Bom, bom, bom. Ich sag, Leute, was ist bei euch los? Ist das laut? Ich sag, ja, laut. Ich sag, mein A-Taster oben, der macht schon den hier. Ja, wir machen ein bisschen leiser. Ich sag, will ich hoffen. Und dann sind die ausgezogen. Ne? Und dann kam, die ausgezogen und nach einem halben Jahr stand dann hier die Alte von der Wohngesellschaft, die damalige, wie nennt man so das hier, die für dich zuständig sind. Betreuer, sagen wir mal Wohnungsbetreuerin. Ne? Ja, Ansprechpartner, genau. Bei meiner Oma vor der Tür. Ja, wo sind hier die so und so? Meine Oma, die sind doch ausgezogen vor einem halben Jahr. Und die, was sind die? Ja, ausgezogen, wissen Sie doch. Die haben schon seit über einem Jahr keine Miete mehr bezahlt. Na, stimmt. Ja, die richtigen Assis. Und der Briefkasten war voll. Da kamen da so ein paar Sachen raus. Was hast du da gemacht? Nix. Machst du denn da? Nix. Warum hab ich deinen Puschel wieder verloren? Ah, Mann, den kannst du nicht mal für dich behalten. Ehrlich, Hanno, du hast. Warte, ich hab ihn noch gefunden. Aua. So, Hanno hat seinen Popschutz verloren. Genau, wie gesagt, dann waren da Briefe drin, haufenweise Briefe, die rauskamen, das war alles Inkasso, Mahnbrief, Anwalt, beim einen, der war sogar offen, und guck so, oh, wenn sie in 30 Tagen nicht zahlen, kommen sie in den Knast. Ich sag, geil, die werden den Brief nie bekommen haben. Da sag ich, solche Assis hier, und die wohnen bei der Wohngesellschaft. Hätte dann Jens René weiterleiten können. Ja, ich hab eher gewusst. Der kümmert sich drum, ja, genau. Und jetzt war vor 3 Tagen der ehemalige Nachbar von dem an hier, ja, ihr wisst, den ich euch schon mal vorgespielt hab, der war auch geil, der hat so viele Dinger. Der hat nämlich irgendwann mal, ich bin ja im Flur, auf einmal höre ich, ne, eine Stimme als er. Ich gehe in den Flur und dann höre ich nur so. Ich hab's aufgenommen, ich hab's ihm gezeigt, ja, ich hab die Aufnahme leider nicht. Also der liegt ja ein bisschen gar keine Birne. Nee, schön. Der hat doch eine Freundin. Schön, ja. Der hat die immer noch. Schön, ja. Der hat die immer noch. Ja, also das ist so eine, ja, ungefähr so wie du, nur halb so groß wie du. Ihr müsst euch vorstellen, wenn man jetzt in Treppen hochkommt, ist bei denen direkt an der Tür quasi rechts das Badezimmer. Bei mir ist da die Küche und die haben das Badezimmer. Da kam ich abends von der Arbeit, stand dann so vor, ich so, ah, Scherz, die Dusche. Ich so, oh Gott, nein. Und dann höre ich nur so, klatsch, aua, Scherzi, ja, du magst es doch. Ich so, oh Gott, ich auch, geh rein, wie zum Horrorfilm. Und ich so, komm, geh rein. Und ich, hör auf, ich sag, die Bumsen, weil ich hör's. Und war ich so nervös, rein, Tür so, bam, abgeschlossen. Ich so, oh mein Gott, nein, die ficken jetzt. Oh. Und als sie zu Gang gemacht hat, auch die Vitrine dann vibriert hier, oder? Ja, genau. Und er stellt bei dem Falschen so. Ah, jetzt auch Säcke. Ja, auf jeden Fall, der hat auch nur 1,5 Jahre hier gewohnt. Der war auch so wie nie da, weil wer war bei ihr oder die waren unterwegs. Dann hat er angestellt und sagt, er hat mal eine Frage. Haben Sie auch so eine Rechnung bekommen? Er muss auch sagen, wie ich. Nee, ein bisschen weniger. Ich sage, ja, haben wir alle, weil die haben halt die Kosten ja durch alle halt geteilt. Da, ja, ich habe da schon angerufen, da erreicht man keinen. Dann steht ja auf dem Zettel, man soll einen Termin machen, kann man machen, um überall reinzugucken, die ganzen Dinger da. Wollte er machen, meint die eine. Ja, müssen Sie einen Termin machen? Ja, sagt er, dann machen wir jetzt einen. Nee, dann müssen Sie schreiben. Sagt er, aber ich rede doch gar mit Ihnen. Wo kann ich jetzt einen Termin machen? Ich bin doch gerade bei Ihnen. Sagt er, keine Antwort, hat die einfach aufgelegt.
Ja, das ist eine Masche. Das ist eine Masche bei denen. Das ist genauso wie ein Kollege von mir hat auch mal in einem Reihenhaus gewohnt, auch in einer Wohnbaugesellschaft. Und dann ging es darum, die hatten einen Wasserschaden, weil oben drüber ein Rohrbruch war. Und dann ist es ja so, dass du, wenn dann die Firma kommt, um das alles zu trocknen, die schließen ja diese Heizgeräte an. Die fressen ja unfassbar viel Strom. Dann hatte er quasi zu der Firma gesagt, die werden nicht angeschlossen, angemacht, bevor da nicht ein Zwischenzähler zwischen ist. Weil du das ja genau, weil sonst musst du nämlich dann... Dann wurde quasi von der Wohnbaugesellschaft wurde abgemahnt, dass wenn er die Leute nicht arbeiten lässt, die dann auch nichts machen können. Und er gesagt, ja, die können ja was machen, ja, aber nur mit Zwischenzählen, damit die das abrechnen kann. Kein Problem. Dann war das ein riesen Hin und Her. 2 Monate lang war die Bude nass, weil ihm war es ja egal, weil seine Immobilie, ne, quasi der Feuchtigkeitsschaden war, ist ja nicht sein Problem in dem Sinne. Dann haben die sich eigentlich breitschlagen lassen, haben das dann quasi gemacht mit diesen Zwischenzählern. Nach 2 Monaten, weißt du? Ja, ja. Und dann, dann lief das auch alles, wurde auch alles gemacht und so. Dann haben die aber... Also das waren quasi 2 Rohre, die gebrochen sind und die Firma hat nur 1 davon repariert. Nein. Das heißt, einen Monat später war wieder die ganze wieder komplett. Und dann haben das Beste war, das war, die hatten ein großes Badezimmer und ein Gästebad, so ein kleines. Und die Wand, wo das war die Zwischenwand quasi zwischen Küche und dem Gästebad. Ja. Und dann mussten die ganze Wand rauskloppen. Das heißt, du standst immer in der Küche und hast schönen Blick auf Scheiß rausgehabt. Schön kochen. Ja. Das war so geil. Schatz, über Klopapier. Moment. Plack. So ungefähr. Oh Gott. Nee, und dann, also die haben dann auch alles irgendwann, also da hat ein bisschen gedauert, haben wir auch alles gemacht, aber zum Thema Masche, als er dann ausgezogen ist, und dann darum ging, dass er auch die Kaution wieder kriegt. Du hattest ja zum Beispiel auch ein Jahr drauf gewartet. Bei ihm im Mietvertrag stand, dass bei Schlüsselrückgabe quasi die Kaution dann auch ausgehändigt wird. Der hat bis heute keinen Termin für die Schlüsselrückgabe gekriegt. Oh, das ist hart. Das haben die, hat die quasi dann einfach nicht gejuckt, weil wenn die dann da reingehen, kommen die einfach mit dem Schlüsseldienst, tauschen das Schloss. Ne? Und dann ist denen das egal. Weil ne, laut Vertrag, kein Schlüssel, dann sagen die, ja, wir haben keinen Schlüssel gekriegt. Der hat dann 4, 5 Mal angerufen und hat dann irgendwann den Schlüssel einfach reingeworfen. Hat versucht, das auch über einen Anwalt zu klären. Aber die sagen bis heute, wir haben keinen Schlüssel gekriegt. Und die sind da leider auf der rechtlich sicheren Seite. Das ist unfassbar. Also ich musste damals ja 600 Euro Kaution bezahlen. Ich war eigentlich wirklich hier nicht ausziehen. Wie gesagt, ist ja schön. Ne? Also wenn ich die meine Vormieterin, die Freundin von meiner damaligen Freundin von meiner Oma, die hat über ein halbes Jahr darauf gewartet, auf die Kaution. Die hat da zigmal angerufen und gesagt, was ist jetzt hier? Kohle. Sauerei ist das, ne? Ja, viele argumentieren ja damit, dass die nächste Nebenkostenabrechnung abwarten. Ja, ja, genau. Damit die das dann verrechnen können und nicht auf ihr Geld warten müssen. Ja, oder meisten Wohnbaufirmen haben ja Handwerker, die dann da durchgehen und sich das angucken. Mhm. Und die müssen ja quasi auf die Abrechnung dann warten und so. Also die können das ja bis zu einem Jahr ziehen, ist ja gar kein Problem, aber... Ich finde das immer so, du wirst sofort zur Kasse gebeten, aber ja, du willst die Kohle wieder haben. Ja, das ist auch so wie bei Ämtern. Wenn du was von dir haben möchtest, dann wirst du stehen gelassen. Ja, es ist unfassbar. Alles Verbrecher. Die da oben. Ja, die da oben. Die ja, ich hatte alle auf dem Laufenden, wie hier weitergeht. Den Termin jetzt in ein paar Tagen beim neuen Anwalt. Hoffentlich ist der besser als der andere Wichser. Ich muss aber sagen, Finanzamt, als ich mal bei den Schulden hatte, die waren nicht so penetrant. Die haben nicht so einen Stress gemacht. Ich war ja selbstständig, hatte natürlich viele Außenstände. War schon ordentlich gewesen. Ich hatte ja damals viele Außenstände und mit denen ich am besten kommunizieren konnte zu dem Zeitpunkt, also so ne, schildern, wie es jetzt aussieht, Lage, Arbeit etc., war die AOK und war das Finanzamt, muss ich wirklich sagen. Ja gut, aber die wissen wahrscheinlich, dass sie nur über kooperatives Verhalten dann auch stressfeuern das Geld kommen. Ne? Ja, ist auch einfach für dich. Andere standen bei mir vor der Tür und waren dann auch richtig aggressiv und so, also ganz komisch. Ja, aber ich frage mich, warum? Das ist wie mit Kindern, dann machst du doch nicht, denkst du, könnt mir am Arsch lecken oder euer Geld, dann warte ich jetzt. Ja, aber einfach mal. Ja, aber kennst du noch die Geschichte? Ich glaube, wie lange ist das jetzt her? 10, 15 Jahre, wo ist denn hier mit dieser sogenannten Russen-Inkasso, wie sie die da losgeschickt haben? Die hatten sie ja teilweise beim ZDF, RTL und so auch begleitet. Der ist völlig assi. Ja. Und was erwartet man denn, wie die Leute reagieren? Das war nicht also, da stehen so da so zwei, ja. So stehen da so zwei so Schlägertypen da vor der Tür, so, oh ja, okay, hier. Und dann haben die so, oh, der schuldet hier 3.500 Euro. Ja klar, als wenn er dir das jetzt hier im Bar gibt. Ja, warten Sie einen Moment, kurz um den Kopfkissen holen. Wenn du dem jetzt Schläge androhst, was soll das? Total behindert. Ja, toll, ich habe noch nie in meinem Leben Schulden gehabt. Ich habe einmal mein Konto überzogen, und zwar mit 1 Euro, glaube 75 oder so. Ich habe so schlechte Gewissen gehabt, ne? Ich sage, oh Gott, ich bin im Minus. Ja. Meine Mutter, wie viel denn? 1,75 Euro. Ich hatte knapp 400.000. Jetzt du warst aber auch selbstständig. Jetzt nicht mehr. Du hattest ja einen eigenen Puff gehabt. Den Sauna-Club. Wo mein Nachbar immer da gewesen ist. Das war kein Puff, aber trotzdem hat einer bei mir gepoppt. Den kennt man sogar. Was? Na, Gerald Asamoah. Ach, den hast du schon mal erzählt, genau. Der Kellner. Oh Gott. Scheiße, jetzt bin ich geliefert. Ist nicht schlimmer, einer. Ja.
Nee, ich meine, Jens René, alles gut. René. Jetzt kommt's raus. Jetzt, morgen in der Bundesliga-Konferenz ist der Heino bei Sky Sport im Interview. Rustin Scholz, ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß nicht mehr, ist so lange her, weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Oh, Scholz, ey, der kriegt auch zu viel. Ja, komm, mach mal drüber reden. You never walk alone. Peinlich, wie kann man sich da hinstellen und you never walk alone sagen, ey? Wer hat das gesagt? Scholz. Im Bundestag, bei seiner, was war das, seine Stellungnahme zu dem ganzen Gedöns? Stellungnahme vom Kanzleramt. Dann sagt er einfach, wir kriegen das alles hin, you never walk alone. Und nächstes Mal. Ole, ole. Die fahren hoch. Der Habe hilft den Bierpulle. Bierdusche. So. Die Claudia Roth von hinten. Claudia Roth. Mit der nicht in der Hand. mit der Klinge. Willst du eigentlich nochmal erzählen von deiner alten Wohnung, wo du gewohnt hast, mit dem Opa, dem Messi-Opa nebenan? Ach so. Hast du, glaube ich, vielleicht schon mal, ich bin mir nicht sicher, aber kannst du ruhig mal erzählen. Leider haben wir das Video nicht dazu. Heino hat damals ein Video gemacht, das war richtig geil. Ich hab das Video, aber... Das ist in die Gruppe geschickt oder was? Ich werde das auch raussuchen und dann machen wir das. Das war schon mal unsere alte Gruppe. Wir hatten dann 3-4 Gruppen mittlerweile schon. Ne? Wann war das denn? Irgendwann nächstes Jahr gibt es ein Video. Das muss gewesen sein. Was haben wir jetzt? 23, 22? Ja. Warte mal. 2021 war das. Im Juni, Juli muss das gewesen sein, weil. Nee, nicht drin in der Gruppe. Da habe ich meine Wohnung bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt und. Ich hatte irgendwie 1700 Aufrufe für die Wohnung. Juni, Juli muss das gewesen sein. Und da kamen jede Menge Leute. So, und bei mir gegenüber, das war aber... Ah, hier, ich hab's. Ehrlich? Hätte ich eher sagen können? Ich hab's. Ja, kannst du da jetzt machen, während wir wussten nicht, dass wir darüber reden. Ja, Moment, ich kann's eben hier pausieren, die Aufnahme. Ja, und dann weiter. So, wir haben ein Video jetzt eingefügt. Ist ja alles heutzutage möglich, Gott sei Dank. Heino, erzähl mal kurz, wie es dazu gekommen ist und dann... Ja, ich mach's kurz. Also, es geht darum, ich habe die Wohnung bei eBay Kleinanzeigen inseriert, hatte Wohnungsbesichtigung. Und als ich dann irgendwie aus der Wohnung rausgekommen bin, ist mir aufgefallen, dass die Tür von meinem Nachbarn offen stand, so ein Stück. Und das hat gestunken. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, boah, wie ekelhaft. Ich muss dazu sagen, Heino hatte mal erzählt, er hat unter Dach damals gewohnt mit Schrägen und da waren immer die Fliegen. Also, ganz viele Fliegen, auch bei der Bude. Genau, da waren ganz viele Fliegen und ich habe das auch teilweise abgeklebt. Ja, da war über der Küche war wie so ein Lüftungsgitter, das habe ich abgeklebt mit Kreppband und so. Weil es so gestunken hat, oder? Weil es so gestunken hat, ja. Und ich habe damals gesagt zu ihm, sag mal, kann sein, die Fliegen, weil da oben warm ist. Und das habe ich hier an der Wand manchmal, die auch sitzt, mal, bin so ja. Ja, hopp nie halt. Ja, meinst du? Ja, ich sagte, komm, weil er zu warm ist. Wirklich viele Fliegen. Echt viele Fliegen. Ja, und ich dachte mir, das kann ja nicht sein. Jetzt kommen die Leute hier, gucken sich die Bude an und bei meinem Nachbar steht die Tür offen. Das stinkt, ne? Und das war nur so ein, musst du dir vorstellen, wie so ein kleiner Flur. Halt, der Abstand war vielleicht, weiß ich nicht, knappe 2 Meter, da war schon die Tür von dem Nachbarn. So, und dann ist mir aufgefallen, die Tür stand offen. Ich dachte mir, ja gut, den einen Tag habe ich es dann so gelassen, weil ich dachte, egal. Und dann am zweiten und am dritten Tag war die Tür immer noch offen. Ja, ich meine Vermieterin angerufen, ich sage, ihr so und so, ne, ihr die Sache geschildert. Ja, dann schellen Sie doch da mal an. Ich sage, nee, eigentlich, ja doch, schellen Sie mal. Ja, alles klar, angeschellt. Nee, ja doch. Ich sage, Sie bleiben jetzt mal am Telefon. Ich sage, da ist keiner. Ja, klopfen Sie mal richtig laut und rufen mal. Boah, da dachte ich schon, scheiße, wenn der jetzt da drin tot ist, da habe ich gar keinen Bock drauf. Weil da war ein alter Mann, der da gewohnt hat. Ja, der war sehr, sehr alt und der kam auch nicht mehr richtig die Treppen hoch, war immer am Röcheln, hatte da auch irgendwie was hier, so ein Lungendingen da, keine Ahnung. Dem ging es nicht gut. Und sagte, ja, dann gehen Sie doch mal in die Wohnung rein. Ah, nee, wollte ich jetzt nicht. Ja, dann habe ich es doch gemacht. Dann habe ich die Tür aufgemacht und bin in die Wohnung reingegangen. Ja, und das habe ich dann da entdeckt. So, und ich habe nicht schlecht gestaunt, wie ich es erstmal gesehen habe. So, fangen wir an. Fabian, hast du? Tom Baum war ich nie. Ne? Doch, er erzählt ja was dazu auch. Ach so. Er redet ja auf dem Video. Ja, gut. Warte, ja, habe ich das? Ich weiß mein nicht. Ja. Okay, dann zeig gleich auf 1, 2 und 3. So, da ist es jetzt. Also, das ist noch harmlos. Der Knaller kommt noch. Das Wohnzimmer kommt gleich. Geil. Und? Alter. Ey, das kennst du ja sonst nur aus RTL 2-Sendungen. Ja, das ist das Wohnzimmer. Und dann wusstest du auch, wo die Fliegen herkamen. Aber redest du doch nicht? Dann kannst du so nichts sagen. Hörst du das? Ja. Du läufst über den Müll, ey. Das ist jetzt das Wohnzimmer. Boah, dass du da reingegangen bist, ne? Oh Gott. Warum spülen die Leute denn auch nicht mehr? Das ist doch abartig. Guck mal, Loch in der Dusche. Alter. Loch? In der Duschwanne war ein Loch. Da kann ich jetzt nicht zurückspulen. Nee, kann ich nicht. Doch, das Ende. Hier. Das Ende? Okay. Ja. Loch unten reingemacht. Loch in der Dusche. Ja, das
Also meine erste Reaktion war, Heino, warum hast du die Pfannpulle nicht mitgenommen? Ja, und ich hatte echt mit dem Gedanken gespielt, wieder zurückzugehen und die zu holen. Aber dann wiederum, aus der Bude hätte ich nichts mitgebracht. Also wirklich, oh, er war nicht so da. Er war nicht da, nee. Kam nie wieder. Ja, der hat die Vermieterin dann, der hat wohl irgendwie auch Bürgergeld, oder Hartz IV hieß das ja damals noch, bezogen und hat die da wohl angerufen. Dann haben sie die Bude erstmal zugemacht, dass er da nicht reinkam. Der kam dann irgendwie in so eine andere Wohnung, ich weiß nicht, was das war. Und dann haben die vom Arbeitsamt ihm dann so 2-3 Betreuer zur Verfügung gestellt, die dann helfen, die Wohnung leer zu räumen. Und das haben die auch gemacht. Ja, das haben die dann, dann standen die Tüten im Keller, im Hausflur zum Teil. Widerlich. Ja gut, aber solche Leute sind halt krank. Ne? Das ist ja, die machen das ja nicht mit Absicht oder bösem Willen. Das ist ja wirklich krankhaft dann. Ne? Ja, glaube ich auch nicht. Er war jetzt auch nicht irgendwie, also man konnte sich mit dem auch normal unterhalten. Ne? Nein, nein, aber dieses, das ist ja das dieses, Komische. Nee, hätte ja sein können, einer, der nicht alle Tassen im Schrank hat oder so. Aber ich meine, so kennst du eigentlich nur aus dem Fernsehen. Und dass er dann da direkt nebenan gewohnt hat. Ich hatte halt nur die Hoffnung, hoffentlich liegt er dann irgendwo. Oh, ja. Boah. Hm. Ich hab gar keinen Bock drauf. So, hätte ich den Müll auf ihn draufgeschmissen. Hier ist nix. Weiß ich, wo der ist. Dicke drüber. Dicke drüber, zack. Ja, gut, damit enden. Machen wir jetzt Pause mit der Folge. Wir sind schon über eine Stunde. Wie viel länger als gedacht? Die Wohngesellschaft haben wir gedacht. Ja, sehr doll drauf geregt über deine Z. Ja. Kann ich sagen. Die Z-Gesellschaft. Wir sind super. Die Wichser. 25 Minuten Monolog über deine Gesellschaft. Ich halte euch auf dem Laufenden, was dabei rauskommt. Angeblich habe ich ja 1160 Euro verballert hier an Heizung. Aber nie im Leben. Ich habe mein ganzes Leben noch nie so viel geheizt. Was wäre das, war? Ja. Jens René. Jens René, genau, den schnappe ich mir erstmal. Guck jetzt mal, wenn ihn einer kennt, bitte melden. Ja, bitte, bitte meldet euch, ne? Wanted, ne? Bitte melde dich hier, Kai Pflaume. Ja, danke fürs Einschalten, ihr Süßen. Wir machen noch eine Folge, vielleicht sogar zwei, wenn wir es hinkriegen. Mal gucken. Ja, mal schauen. Wir haben uns bei allen, kriegen wir hin. Schon mal vor. Prrrt. Danke, bis zum Einschalten, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Wo muss ich hin? Da muss ich hin.